Wir freuen uns, dass aus dem Buch Fromme Begierden, das heute hier zur Diskussion steht, dass Michael Amon hier nicht daraus lesen wird, wie ich jetzt vorher erfahren habe, sondern dieses Buch referieren wird, um also hier darzustellen, worum es in diesem Buch geht. Denn Sibylle Summer hat ja schon hier eingeleitet, dass also es darum geht, um Missbrauch in Heimen, in Schülerheimen, die sowohl und gerade im letzten Jahr oder ein bisschen weiter zurückliegen, kommt also heraus, dass also nicht nur in katholischen, genauso in städtischen oder überhaupt, wo es also Heime gibt, dass es hier zu Missbräuchen, zu Demütigungen gekommen ist. Und die Diskussion darüber ist also ist österreichweit, aber man kann wohl sagen europaweit, denn in ganz Europa nach und nach, erst hat es ja begonnen in der katholischen Kirche, aber dann ist man draufgekommen, Moment, genauso gut in städtischen Heimen. Und daher haben wir uns gedacht, um den Abend noch spannender zu gestalten, dass wir auch einladen Irmtraut Karlsson, Frau Dr. Karlsson, die viele von Ihnen kennen. Ich persönlich kenne sie ebenfalls schon aus den Anfängen ihrer politischen Tätigkeit, als sie noch als Irmtraut Gößler, damals ganz jung, eine der Aktivistinnen zum Paragraphen 144 war. Ich erinnere mich noch an die Fernsehdiskussion, bei der du brilliert hast. Sie war dann auch tätig in der Sozialdemokratischen Partei, auch als Abgeordnete, auch bei den Bundesfrauen, bei den Sozialdemokratischen, und ist jetzt schließlich in ihrer Pensionistenzeit zur Krimi-Autorin gewachsen, also eine sehr interessante Karriere, und Sie werden ja alle verfolgt haben, dass Sie schon in Ihren ersten Berufstagen als Psychologin eine Studie über die Zustände Wilhelminenberg, das Heim der Stadt Wien, hier verfasst hat, und wo also das damals unter Verschluss gehalten wurde, aber darüber wirst du am besten selbst berichten. Und sehr freut es mich auch, dass bei uns ist Herr Direktor Schmetterer, der jetzige Direktor der AHS Neulandschulen am Lahrberg, und zwar ist er seit 75 als Lehrer dort tätig, seit 94 als Leiter, und sind eben jene Schulen, Volks- und Hauptschule, wo es um Michael Amon, die er besucht hat und über diese Vorkommnisse hier in seinem Buch geschrieben hat. Und herzlichen Dank, dass eben Herr Direktor Schmetterer, dass Sie also, Amon hat auch mit ihm Kontakt aufgenommen, während er dieses Buch geschrieben hat, aber dass Sie heute hier sind, um hier auch sozusagen vom schulischen Alltag her uns zu berichten, wie es an diesen Neulandschulen, die ja eine katholische Erneuerungsbewegung waren und die sicherlich in den Anfängen sehr engagiert waren, sodass sie wirklich dann, aber das werden wir dann alles diskutieren, die Frage aufkommt, ob sozusagen schicksalshaft in jedem Internat oder Heim oder geschlossenen Gruppe, oder sei es Skikursen, du hast ja dann auch geschrieben, dass du auch Skikurse gar nicht mehr besuchen wolltest, dann später, eben weil diese Atmosphäre dann fast zwangsläufig, und das ist sicher eine der Fragen, die wir diskutieren werden, zu solchen Vorkommnissen führt. In diesem Sinne darf ich zuerst, wie wir eben übereingekommen sind, Michael Amon bitten, dass er zu seinem Buch referiert, und dann um Ihre Beiträge. Dankeschön. Bitte, Michael. So, danke. Ich habe mir eigentlich zu dieser Art der Präsentation jetzt deshalb entschlossen, was bei den bisherigen Lesungen gezeigt hat, dass wenn man aus dem Buch direkt liest, jetzt abgesehen davon, dass es für mich irgendwie immer wieder unangenehm ist und eine gewisse Überwindung braucht, es sehr missverständlich wird. Das Buch hat nämlich zwei Erzählstränge.
oder ich gehe noch ein Stück zurück. Begonnen hat diese ganze Sache damit, es gibt ja schon seit Jahren immer wieder Missbrauchsgeschichten und ich habe irgendwann einmal vor etwa 1,5 Jahren, ist mir das unglaublich auf die Nerven gegangen, dass immer geschrieben worden ist, Zölibat auf der einen Seite und dieser Missbrauch auf der anderen Seite und diese beiden Dinge sind gekoppelt, weil das nicht meiner persönlichen Erfahrung in katholischen Institutionen entsprach. Ich habe so Missbrauch selbst erlebt in einem, zwar in einem katholischen Internat, das aber nicht laizistisch, das laizistisch war, wo nichts mit Zölibat offiziell vorgegangen ist. Also es gab kein Zölibat dort, es gab freiwillig im Zölibat lebende Damen, das war wiederum ein anderer Kaffee. Und ich habe es auch von vielen Altersgenossen natürlich auch mitbekommen, auch im VSM dann. Es ist geprügelt worden zu Hause, es ist geprügelt worden in den Bundeskonvikten, es ist quer durch die Internatslandschaft so gegangen. Ich habe also dann in der Presse einen Kommentar geschrieben, wo ich gesagt habe, also erstens einmal, mich interessiert überhaupt nicht mehr, wo irgendein Pfarrer, irgendein Burm auf Spatzerl gegriffen hat. Das ist nicht das Problem in Wirklichkeit. Das Problem ist, dass es offenkundig quer durch die Internate, quer durch alle Internatsinstitutionen strukturelle Gewaltanwendung gab. Der Michael Köhlmeier übrigens hat auf das hingewiesen, hat gesagt, die kommen immer und fragen mich und wollen ein geschmackiges Geschichtel hören. Ich sage, na, bitte fragt sie nach der Gewalt, die dort geherrscht hat. Und das ist eigentlich untergegangen. Und das habe ich dann sehr laut, habe ich das in der Presse geschrieben, da gab es dann unglaublich viele Reaktionen drauf. Und dann habe ich es überlegt, ein Buch daraus zu machen, habe das auch mit, ich habe also zum Glück einen Verleger für dieses doch sehr schwierige Buch gefunden. Den Ralf Kleber, den ich auch begrüßen durfte, der da hinten sitzt und einen vorzüglichen Kleinverlag übrigens macht. Das nur so am Rande. Und ich habe dann eigentlich gesagt, nur die Geschichte zu erzählen, wie man da 8 Jahre lang drangsaliert wird, wie man 8 Jahre lang den ärgsten autoritären Mustern, gewissen Formen einer ritualisierten Gewalt ausgesetzt ist. Nur das zu beschreiben, ist mir echt zu wenig. Noch dazu, wo ich doch in eine Schule gehe, die von einer Bewegung getragen wurde, die um 1920 herum entstanden ist, einer katholischen Reformbewegung, dem Bund Neuland. Und für mich war eigentlich die spannende Frage, wieso kann es passieren, dass in einem Internat, einer Bewegung, die im pädagogischen sehr fortschrittliche Dinge vertreten hat, die auch kirchenpolitisch im Prinzip Dinge vertreten hat, die im Vatikan um 2 Gültigkeit erlangten, also angefangen vom Volksaltar, deutsche Messe lesen, hingewandt zu den Menschen und nicht abgewandt von den Menschen und ähnliche Dinge. Dadurch auch damals übrigens sehr attraktiv war für Künstler, es gab eine ganze Reihe bedeutender Künstler, die also in der Neulandbewegung gearbeitet haben und dort Bilder geschaffen haben, bis hin zu Edgar Albin Lienz, der zwar kein Mitglied war, aber am Rande gearbeitet hat und die mit ihren Bildern auch die damalige Amtskirche ziemlich erschüttert haben, weil sie es gewagt haben, an Jesus zum Beispiel als hungernden Arbeiterkind darzustellen und so. Und diese Bewegung, die in den 20er Jahren entstanden ist, hatte eigentlich vor, auf andere Art und Weise Kinder zu erziehen, als es bis dahin üblich war. Ich bin in diese Schule deshalb gekommen, weil ich Linkshänder war. Damals war 1960 die Neulandschule die einzige Schule in ganz Österreich überhaupt, die Linkshänder nicht umgelernt hat auf rechts. Sondern man hat einen Test gemacht bei der Schulgründerin, das war die Anna Ehm, und die hat dann entschieden, welche Begleitmaßnahmen man setzt. Die Idee war, also man versucht, nicht umzuschulen, sondern Beidhändigkeit zu fördern. Das hat bei mir konkret geheißen, Klavierspielen lernen. Und unter diesem, und das war so weiterhin auf, gleichzeitig gab es einen sehr starken sozialen Anspruch. Die Neulandbewegung begann also ihre Schule in Grinzing in einer Barackensiedlung, die nach dem Krieg übergeblieben ist, nach dem Ersten Weltkrieg, in ganz ärmlichen Verhältnissen, haben dort die Barackenkinder zusammengesammelt. Und das war also eine unglaubliche Mühe, die etwas, was vielleicht manchen Lehrkräften heute auch wieder bekannt vorkommen wird, die hatten Mühe mit den Barackenkindern, so wie es heute oft Mühe gibt, die Zuwandererkinder in die Schule zu bekommen. So haben die das Problem gehabt, dass sie am Anfang irgendwann zwar 30 Kinder hatten, aber dann waren es auf einmal nur mehr 12 Kinder, weil die Eltern dem grundsätzlich misstraut haben, dass sie dort was lernen sollen. Und diese Schule hat also, und was übergeblieben ist auch von dieser Neulandbewegung, muss man sagen, auf lange Sicht, ist eigentlich die Schule, die es heute noch gibt, mit einem Institut in Grinzing und einem am Lahrberg, von wo der Herr Direktor Schmetterer her ist. Und
Das Problem war aber, was also wir hatten, wir haben es also auch die strukturelle Gewalt erlebt. Wir haben also vom Neuland-Bund-Gedanken in dieser Zeit, das war 1960 bis 1968 dort, relativ wenig mitbekommen. Es war also überhaupt ganz merkwürdig, ich beschreibe das auch im Buch und darum ist es so schwer, etwas zu lesen. Ich erzähle die Geschichte des Neuland-Bundes von 1920 und erzähle meine Geschichte im Internat parallel dazu. Und 1960 wachsen die beiden Geschichten zwangsläufig zusammen und werden eine Geschichte. Und das macht es auch eines der Probleme beim Lesen aus diesem Buch. Wenn man es selber liest, ist es ganz einfach und schlüssig. Und ich beschreibe jetzt natürlich Gewaltanwendung. Also es gab all das gesamte Repertoire, was in allen Internaten üblich war, von Zwangsfütterungen bis erbrochenes Essen, Prügeln und so weiter. Wobei man dazu sagen muss, es gab mittendrin in meiner Schulkarriere einen Schnitt. Und zwar die Schulgründerin Anna Ehm, diese vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg um Laberg gekümmert hat und weniger um Grinzing. Das hat also eine ihrer Mitkolleginnen und Mitbegründerinnen gemacht, hat versucht am Laberg, das ist, man muss das vorstellen, wer es nicht kennt, das ist ein riesiger Klosterbau gewesen, ein ehemaliges Eucharistinenkloster. Und das war wirklich diese langen Klostergänge, hat es damals noch so richtig gegeben, das ist jetzt ein bisschen anders. Das gibt es ja noch, aber es hat nicht mehr diesen Klostercharakter, was ich so gesehen habe, die Bilder. Oder war es wirklich noch so ein bisschen wie im Namen der Rose, so mit den klapperten, Sie hören das von ihren Anfangszeiten auch noch kennen, die klappernden Kacheln und die Schwingtüren, und das heißt, das gab es alles noch. Aber es waren in den ersten 4 Jahren, als die Anna Ehm noch lebte, die leider sehr jung gestorben ist, Ende 1963 oder Weihnachten 1963, gab es aber noch immer ganz stark, also wir waren mit allen Lehrkräften per Du, wir waren mit der Anna Ehm per Du, es waren die Lehrkräfte untereinander per Du, es gab keine erhöhten Proteste, es war noch immer die Idee dieser Werkschule, dieser Schule, wo man gemeinsam etwas macht, wo sozusagen die Kinder lernen und erfahren und die Lehrkräfte lernen und erfahren und Wissen weitergeben. Diese Idee war noch immer vorhanden. Und parallel dazu gab es aber bereits eine Niederlassung in Bad Ischl. Und das ist sozusagen der zweite Hauptstück auch der Erzählung, wo ich die Geschichte dieses Heimleiters von Bad Ischl, der unglückseligerweise aus meiner Sicht der Schwager der Gründerin, der Anna Ehm war, und der in Bad Ischl bereits ein fürchterliches Regime geführt hat. Ich habe also in der Zwischenzeit auch unglaublich viele Leser, also Briefe bekommen von ehemaligen Bad Ischler Zöglingern, die also bestätigt haben, was wir als Wiener dort gesehen haben, wir waren zweimal im Jahr 6 Wochen draußen, ja, wurden aber relativ streng von den Bad Ischler Kindern abgesondert, weil es dort wirklich ziemlich hart zugegangen ist. Und ich habe aber inzwischen also wirklich viele Schreiben und Dinge, wo die so bestätigt haben, dass das, was wir so fast nur durch einen Vorhang mitbekommen haben, schon seine Richtigkeit gehabt hat. Und dieser Internatsler kam nach dem Tod Anna Ehm nach Wien. Und über die Sommerferien gab es sozusagen diese Änderung und wir kamen, also bei mir war es auch genau der Schnitt von der Volksschule zur Hauptschule. Man muss dazu sagen, dass damals diese Hauptschule bereits so das, wie eine neue Hauptschule eigentlich war. Sie wurde damals bereits nach den Lehrplänen des Gymnasiums geführt und man konnte dann auf die Oberstufe weitergehen. Es gab also da überhaupt keine soziale Differenzierung oder jetzt auch Differenzierung in A- und B-Zug oder so etwas, sondern man hat sich ganz einfach bemüht, auch die Schwächsten mitzunehmen. Es gab die einzige Trennung, die innerhalb der Klasse war, es gab ein paar, die haben mit Latein gemacht und es gab welche, die haben Knabenhandarbeit und geometrisch Zeichnen gemacht. Oder sonst war das also ein Mittelschullehrplan, nach dem vorgegangen wurde. Und nach den Ferien auf einmal standen wir vor der Situation, wir kommen in die Schule, es sind erhöhte Proteste da. Der ehemalige Ischl-Internatsleiter ist in Wien Internatsleiter. Wir mussten mit allen Lehrkräften, mit allen Erziehern, Erzieherinnen auf einmal per Sie sein. Das war also einmal ein psychologischer Schock. Und dann kam dazu, dass es auf einmal Berufserzieher aufgetaucht sind, die offenkundig aus den damals üblichen Erziehungsanstalten gekommen sind und also bestimmte, ich traue mir gar nicht, das Wertvorstellungen zu nennen, aber Wertvorstellungen hatten, die also vor allem darin bestanden, dass man so Schüler, solange es geht, solange man sie in der Macht hat, traktiert und quält. Und das ist also alles passiert. Und für mich ist dann im Nachhinein jetzt die Frage gestellt, was wird es geschehen können, dass mit dem Tod der Gründerin, es gab schon vorher immer wieder gewisse Probleme, ich beschreibe das auch in der Volksschule, so Zwangsfütterungen und einzelne Erzieherinnen, die so merkwürdige Dinge gemacht haben, all diese bekannten Geschichten mit 100 Kniebeugen, 500 Kniebeugen und im dunklen Kammerl irgendwo mit den Händen vor und 5 Telefonbücher draufstehen.
dass die Bettnässe also schlechtestens behandelt worden sind. Das hat es alles gegeben, aber es war keine strukturelle Gewalt noch vorhanden. Die ist eigentlich gekommen mit dem Einzug des Internatsleiters. Und für mich war das Phänomen A, wie kann das passieren, dass der die Macht übernehmen konnte in so einer Institution? Und B, wie wird eine Person, die selber in dieser Neulandbewegung irgendwann in den 20er Jahren enthusiastisch gestartet hat, zu jemandem, den alle, mit denen die haben erlebt haben in seiner praktischen Arbeit, wirklich als ganz, ganz schlimm empfinden. Also ich habe einige wenige Internatszöglinge, die mit mir in der Klasse noch kennen, da gab es mich, die haben gesagt, ich will gar nicht irgendwo hingehen, mir das anhören, weil wenn ich nur an den denke, wird mir heute noch schlecht. Und der war also relativ groß, relativ stark und hat halt wirklich ein Prügelregime geführt, und das beschreibe ich auch. Und darunter haben dann die Berufserzieher das irgendwie noch dazu getan. Und im Prinzip, wie gesagt, das gesamte Repertoire. Und für mich war die Frage, wie konnte das passieren? Und vor allem, wenn man bedenkt, dass eben diese Neulandbewegung, man muss dazu sagen, dass die Neulandbewegung eine sehr, sehr einflussreiche Bewegung innerhalb der Kirche war. Und auch nach dem Krieg dann als Jugendbewegung zwar tot war, weil die Jugend war einfach zum Teil im Krieg, ist im Krieg erschossen worden, umgekommen, wie auch immer. Und die, als Jugendbewegung war sie tot. Es gab aber die Neuländer überall. Und was wir heute als die fortschrittliche Kulturpolitik zwischen der Grazer und der steiermärkischen ÖVP nach dem Krieg kennen, wo dann rausgekommen ist, also Forum Stadtpark und. Das waren Neuländer, die das getragen haben. Ja, die Galerie St. Stephan, das Monsignore Mauer, war Neulandbundmitglied. Auch Kardinal König war, soweit ich weiß, ein Mitglied Neuland, aber sehr nahestehend und hat diesen Neulandbund immer gefördert, schon in den 50er Jahren. Es gab also eine ganze Menge, und ich habe dann in meinem eigenen Lebensweg, bin ich immer wieder auf der absurdesten Stelle, witzigerweise, auf zwei Leute, auf zwei Typen von Menschen. Also auf Fall Semler bin ich immer irgendwo gestoßen, interessanterweise, da war mal die Kaderschmiede der SPÖ, und ich bin immer wieder gestoßen auf Neuländer, ob das jetzt irgendwo eine Rechtsarbeit war oder in der Bezirkshauptmannschaft Gmunden, wo einer gesessen ist, der in einer Neulandschule war, oder mein erster Verleger zum Beispiel, wo ich dann draufgekommen bin, dass der Vater einer der Gründer des Neulandbundes war. Also eine Bewegung, die durchaus tief in der katholischen Kirche verankert war. Welche Probleme es mit der Kirche hat, beschreibe ich auch im Buch. Meine ganz persönliche Erklärung, die stelle jetzt einmal so ganz allgemein, jetzt hier ist diese, war, das große Problem des Neulandbundes war, dass er sehr, sehr amtskirchentreu unterm Strich war. Und wenn man jetzt, gerade jetzt, wo wir so diese Rehabilitationsgesetze für die Opfer des Austro-Klerikal-Faschismus, Ständestaats, wie wir es nennen wollen, des autoritären Staates, diese Gesetze gemacht haben, muss man, ist vielleicht wieder mehr in Erinnerung, dass wir ab 1934 spätestens eine Diktatur hatten, die in ihren wesentlichen Zügen natürlich von der Kirche getragen war. Und das war das Problem des Neulandbundes in Wirklichkeit. Der Neulandbund, der reformpädagogische Ideen hatte, war gleichzeitig zutiefst verwoben mit diesem Regime, das auf Gewalt setzte. Der Neulandbund selber, seine Gründer wie zum Beispiel Pfliegler, haben immer den Ausgleich mit den Sozialdemokraten gesucht. Die waren also immer der Meinung, es kann die Kirche nicht gegen die Sozialdemokraten arbeiten, man muss zusammenarbeiten. Das wurde schon mit einer Papstenzyklika 33, wo beharrt wurde, es gibt keine Vereinbarkeit zwischen Sozialismus und Katholizismus, hat die Bewegung schon sehr einen starken Schlag bekommen, weil die auf einmal wirklich so da gestanden sind, innerhalb der Kirche als die, die muss mit den Roten kooperieren. Und das war wirklich nicht gern gesehen. Sie haben aber irgendwie die Kurve gekratzt, und eben diese Schule in Grinzing wurde dann letztlich vom klerikal-faschistischen Regime hingestellt. Der Seelsorger, der Wiener Oberseelsorger, der Chef des Seelsorgeramts, war also von diesen Neuland-Ideen sehr begeistert, ist auch gefördert, nur die Trennlinie war extrem unscharf. Es gab also die Gemeinsamkeiten zu anderen Strömungen der Zeit, also sowohl zum Nationalsozialismus wie zum Austrofaschismus, und zwar deshalb, weil die alle aus derselben Wurzel geschöpft haben, aus derselben Quelle, der Wandervogelbewegung. Die Wandervogelbewegung, die also ein bisschen vorher war, und auch der Neulandbund war in seinem Kern eigentlich antimodern konzipiert. Man griff zurück auf Tänze des Mittelalters, auf Reigentänze, und das hat sich natürlich wahnsinnig gut mit völkischer Ideologie gemischen lassen. Das heißt, es war auch innerhalb des Neulandbundes die Trennlinie irgendwann nicht scharf. Es gab dann auch einige Vorfälle, wo Neulandbündler ausgeschlossen wurden, zum Teil auch verurteilt wurden wegen Kooperation mit Nationalsozialisten.
Man muss dazu sagen, dass der Neulandbund selber dann aufgelöst wurde, 1938, wie alle diese Kirchenorganisationen letztlich auch verboten war. Einige Neulandbündler sind übergelaufen, muss man auch dazu sagen. Völlig unklar ist die Funktion, es gab einen Chef des Neulandbundes damals, der ist unmittelbar, der wurde dann 1938 als illegaler Nazi schon seit Jahren aufgedeckt. Was da war, ist, weiß niemand. Er selber sagt, ja, das schaut optisch so aus, ein Freund hat ihn, damit er keine Probleme hat, den Beitritt rückdatiert. Ob das so war oder nicht war, kann niemand beurteilen. Auf jeden Fall wurde dieser Mann dann nach dem Krieg Chef des Rheinischen Merkur und war eine Zentralfigur in der ideologischen Auseinandersetzung mit dem Adenauer, mit der Adenauerzeit, weil er einer der Hauptproponenten dieser Adenauerschen Form der Vergangenheit umzugehen war. So, das war mir so ganz, ganz grob und pauschal erzählt. Ich hoffe, ich habe es halbwegs differenziert rübergebracht. Und ja, das ist der Stand. Und diese Geschichte in dem Buch erzählt, bis zu meinem Austritt, bis zu Mai 68, wenn man so will. Das war dann so der Punkt. Es gab es auch vorher schon junge Lehrer, die kamen in die Schule, die versucht haben umzurühren, denen es nicht gelungen ist, die gescheitert sind. Und das war auch das Mitverblüffende. All diese Gewaltsachen, die ich beschreibe, betrafen nicht die Schule. Die betrafen den Internatsbetrieb. In der Schule selber war nichts. Auch das war eine Frage, die ich bis heute nicht wirklich beantworten kann. Wieso haben eigentlich die Lehrer alle zugeschaut? Also es war ein Lehrer dabei, mein Klassenvorstand, das war gewisser Erich Steinbach, kennst du vielleicht, war ein Nationalratsabgeordneter der Sozialdemokraten bis aus Otterkring, dann Bezirk Otterkring, war zuerst Schuldirektor Gewerkschaft und dann war also Nationalratsabgeordneter, war mein Klassenvorstand, hat nie irgendwas gesagt, hat uns halt anständig erzogen, muss man schon sagen, da gibt es nichts. Wir haben also mit den Lehrern wirklich überhaupt keine Probleme gehabt. Die Probleme waren im Erziehungsbereich. Das Komische ist halt, dass niemand von den Lehrern was gesagt hat, erst wenn die jungen Lehrer kamen, die frisch von der Uni waren, die haben dann gesagt, aber leider so geht es nicht, wehrt sich. Aber das ist das für mich Verblüffende an der ganzen Geschichte. Aber vielleicht kennen Sie da dazu mehr. Ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall verblüffend. Ich habe jetzt auch mit einigen Kollegen gesprochen, die also eben mit mir in der Schule waren. Es kann sich niemand wirklich erklären. Was vielleicht noch dazu zu sagen wäre, ist, dass die Schule selber nie, mit Ausnahme dieses Friedel Menschen, den ich da beschreibe, habe ich eigentlich nie von einem Lehrer, einer Lehrerin oder was, irgendwo ein Diktat bekommen, in welche Richtung ich politisch zu denken hätte. Also der einzige Friedel Menschen, den ich auch hier beschreibe, der hat auf die Austromarxisten geschimpft und auf die Roden und Gesindel und war schon richtig eingeschissen, habe ich selber bei ihm erlebt. Sonst gab es das nicht. Und wir waren zum Beispiel bei uns in der Klasse wirklich buntest gemischt, aus Arbeiterfamilien, aus Bergbauernfamilien. Es war drin der Enkelsohn, der Enkel des Begründers der FPÖ. Also es war wirklich quer durch den Gemüsegarten, ohne dass da irgendwelche Probleme aufgetaucht sind. Wir haben sogar also auch konfessionell gab es keine großen Probleme. Wir haben in der Klasse einen Türken gehabt, gab keinerlei Probleme. Und es waren Evangelische dabei, also das war nie eine Frage. Also es war also eine ganz merkwürdige Mischung aus einer eigentlich liberalen und fortschrittlichen Erziehungshaltung, gemischt mit einem Internat dann, aber an bestimmten Zeitpunkt ist wirklich horribel war, aber, das muss man auch dazu sagen, dem Standard der damaligen Zeit offensichtlich entsprach. Das Komische ist nur, warum gerade in einer reformpädagogischen Schule. Ein ähnliches Problem stellt sich auf einer allerdings etwas anderen Ebene in Deutschland bei der Odenwaldschule, die ja ganz explizit auch reformpädagogisch war, nur dort geht es wirklich um ganz expliziten, harten sexuellen Missbrauch, weil dort haben ja Heimleiter und Erzieher zum Teil mit Knaben zusammengelebt. Das ist ja ganz eine eigene Geschichte, also das würde mit dem also überhaupt nicht vermischen. Also das eigentliche Thema für mich war, und ich habe dann irgendwann vorgesehen, habe im Standard dazu was geschrieben, für mich ist offenkundig, wir haben einfach einen Schub von Leuten bekommen, die durch Faschismus, durch Nachkriegszeit autoritär deformiert waren und dessen Erziehung offensichtlich weitergegeben haben. Anders kann man es eigentlich aus meiner Sicht nicht erklären, was da passiert ist. Und diejenigen, die also schon woanders gestanden sind, haben halt versucht, auf ihren Platz zu machen, was sie können und um das andere haben sie sich nicht gekümmert, weil da gab es nur Probleme und so sehe ich das. Also, aber es war sicher auch ein Teil Wegschauen dabei, muss man auch sagen. Aber das, soweit einmal mein... Danke.
Danke, Michael. Ich glaube, jetzt würde am besten passen, gell, Herr Direktor Schmidler, wenn Sie sozusagen, wenn Sie Ihren Beitrag jetzt leisten. Ja, ich würde ihm gerade sagen, von dieser Platz und da, gell, dass er nicht, aber da ist auch ein Platz. Bitte schön. Ja. Ja, ich bin schon kurz vorgestellt worden. Mein Name ist Viktor Schmetterer. Ich bin am 1. September 1975 eigentlich durch Zufall als damals 24-jähriger Lehrer an die Neulandschule gekommen. Und ich wage zu sagen, auch durch Zufall leite ich sie seit dem Beginn des Schuljahres 94-95. In einem der letzten Mails, wir haben also einen nicht sehr intensiven, aber doch regelmäßigen Mailverkehr, hat mich der Herr Ammann gefragt, wie ist es Ihnen eigentlich bei der Lektüre des Buches gegangen? Es macht zutiefst betroffen. Es macht mich nicht deswegen betroffen, weil ich den Herrn Mensch schon noch gekannt habe. Ich sage nochmal, ich komme dort als 24-Jähriger hin mit der Vorstellung, ich kann alles besser als alle anderen, ich kann sozusagen die Welt aus den Angeln heben und treffe dort jemanden, der keine Funktion mehr hat, der muss damals gewesen sein Mitte 60, hat aber noch in der Schule gewohnt. Meine Einschätzung war ein grantiger alter Mann, wobei ich zugebe, dass ich damals wahrscheinlich jeden Menschen meines Alters als grantigen alten Menschen bezeichnet hätte. Das heißt, das ist nicht so sehr, was betroffen macht. Das betroffen macht ist, wenn ich durch die Gänge der Schule gehe, die langen Gänge gibt es immer noch, ich hoffe, die Kacheln klappen nicht mehr, mir vorzustellen und da ist es passiert. Nicht? Das ist das, was eigentlich betroffen macht. Sie haben die wesentlichen Fragen schon gestellt. Ich habe keine umfassenden Antworten, aber ich habe natürlich Teilantworten. Das eine ist speziell, jetzt, also wenn ich an den Friedel Mensch an denke, ich vermute, genau weiß ich es nicht, der muss Jahrgang 1910 gewesen sein. Er ist 2004 gestorben und da habe ich die Party und da steht im 94. Lebensjahr, jetzt weiß ich nicht genau wann, also zurückrechnen komme ich ungefähr auf das Jahr 1910. Ja. Ich denke, und das würde praktisch nicht nur für ihn, sondern für viele seiner Generation gelten, ich denke, dass die Leute, die aus dem Zweiten Weltkrieg lebend zurückgekommen sind, dass die alle in irgendeiner Form traumatisiert waren und ich glaube nicht, dass das jemals aufgearbeitet worden ist. Wenn ich das, nachdem das also vor meiner Geburt liegt, kann ich nur Mutmaßungen anstellen. Als Jugendlicher habe ich mitgekriegt, dass es in Vietnam einen Krieg gibt. Und ich vermute mal, dass auch in Amerika die Traumata des Vietnamkrieges besser aufgearbeitet wurden als die Traumata des Zweiten Weltkrieges. Sie sagen schon sozusagen der Austrofaschismus, wahrscheinlich, ich kann es schwer beurteilen, einerseits natürlich so, dass das dort die Neulandschule gefördert worden ist, aber also in letzter Konsequenz auf jeden Fall das Naziregime und der Zweite Weltkrieg haben sicher mit dem Bild, wie ein Jugendlicher sein sollte, das transportiert worden ist, wahrscheinlich jede Reform Pädagogik zunichte gemacht. Das wäre die eine mögliche Erklärung. Die andere liegt vielmehr an den Personen. Ich glaube auch, obwohl es natürlich auch, ich kann über die 20er Jahre und den Beginn der Neulandschule nur das sagen, was mir zugetragen worden ist, das Bild, das ich mir selber geschaffen habe. Ich glaube tatsächlich, dass die Anna Ehm und die Damen um sie herum, die ja blutjung waren, die Anna Ehm war Jahrgang 1903, den Kindergarten haben sie 26 gegründet. Ich bin wirklich überzeugt, dass da ein ungeheurer Idealismus dahinter gestanden ist, eine Aufbruchstimmung, eine Bereitschaft, es anders zu tun. Und ich denke mal, dass es wo auch immer, wann auch immer, sehr, sehr schwierig ist, begeisterte Aufbruchstimmung über 20, 30 Jahre aufrechtzuerhalten. Sie haben das erwähnt, dass es keinen offiziellen Zölibat gegeben hat, aber Anna Ehm schon sehr bewusst für sich und ihre Mitstreiterinnen eine zölibatäre Lebensform gesucht haben. Es war nie daran gedacht, ein Kloster zu gründen, aber
Es war schon die Vorstellung, wir widmen uns vollkommen und hundertprozentig unserer Aufgabe. Die Grundidee von der Struktur, die dann nie verwirklicht worden ist, darum heißt auch der Verein bis heute Neulandschulsiedlung, es sollte das Schulgebäude in der Mitte stehen und rundherum die Wohnstätten für Schüler, Schülerinnen und Lehrerinnen, Lehrer. Heute ist das Wort Midlife Crisis in aller Munde. Ich nehme an, das Wort hat es damals zumindest im deutschen Sprachgebrauch noch gar nicht gegeben. Aber ich bin überzeugt, dass es das Phänomen gegeben hat. Wahrscheinlich macht jeder, also ich würde so festlegen, die späten 40er Jahre, die jetzt lebensaltersmäßig, nicht Jahrhundert, weil ich es an mir auch gespürt habe, ich glaube, die späten 40er Jahre sind im Leben eines Menschen krisengefährdete und krisenanfällige Jahre. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch in der idealistischen Gründergeneration es einen Moment gegeben hat, wo sie gesagt haben, warum machen wir das alles? Ja? Wir haben im Wesentlichen keinen privaten Besitz. Wir opfern uns für die auf. Wir haben keine Ferien, wir geben alles, was wir zu geben haben, für dieses Werk. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass dann den Einzelnen der Frust überrennt und plötzlich aus einer sehr, sehr positiven Grundstimmung eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Wie hat es uns jetzt, sagen wir die heutigen Leiter, Leiterinnen, wenn Sie sich vorstellen, in beiden Häusern, Grinzen und Lahnberg, gibt es je drei Schultypen. Also am Lahnberg, wo ich selber bin, gibt es eine Volksschule, eine sehr große Volksschule. Es gibt jetzt wieder, seit dem Jahr 1995, eine Hauptschule, die inzwischen eine kooperative Mittelschule ist und im nächsten Schuljahr eine neue Wiener Mittelschule wird. Und es gibt das Gymnasium und Realgymnasium, das ich eben leite. Dazu hat jeder Bereich ein Tagesheim. Internat haben wir seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Im Wesentlichen, weil kein Bedarf mehr war. Ja, ich meine, was dazu kommt, dass ich aus heutiger Sicht der Organisationsform Internat höchst skeptisch gegenüberstehe. Und einfach glaube, es ist eine schlechte Organisationsform, wohl wissend, dass es Zeiten gegeben hat, wo es notwendig war. Nicht? Also früher waren begabte Landkinder, wo man gesagt haben, der oder die, ich nehme an, es war häufiger der, soll doch ein Gymnasium besuchen. Nicht? Dann war es klar, das gibt es bei uns im Dorf und in der nächsten Kleinstadt nicht. Du musst, wenn du ins Gymnasium gehst, ins Internat. Also ich verstehe schon, dass und weshalb Internate entstanden sind. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass es nur noch sehr wenige gibt. Das Internat an unserer Schule ist Anfang der 80er Jahre geschlossen worden, einfach weil es nicht mehr, und zwar jetzt rein aus wirtschaftlichen Gründen, zu führen war. Was geblieben ist, ist, dass es in all den drei Schulen, Volksschule, Hauptschule, also Mittelschule und AHS, ein großes Tagesheim gibt. Und jeder dieser Bereiche hat wieder einen Leiter oder Leiterin, sodass wir insgesamt eine Leiterkonferenz von 6 Damen und Herren sind. Nicht? Jede Schule, jedes Halbinternat. Und natürlich ist das Buch Thema. Das heißt, es hat dann dazu geführt, dass wir uns einerseits mit unserer Vergangenheit intensiv auseinandersetzen mussten. Es hat aber auch, und das glaube ich ist fast das Wichtigere, dazu geführt, dass wir unsere Gegenwart kritisch anschauen müssen und sagen, was tun wir hier eigentlich? Ja? Heute habe ich beim Mittagessen mit einem Volksschulkollegen gesprochen, der hat zu mir gesagt, würde mich interessieren, wie in 40 Jahren das, was wir heute an der Schule leisten, beurteilt wird. Das finde ich einen interessanten Aspekt. Eine eigenartige Ironie des Schicksals, eigentlich eine positive Ironie des Schicksals ist, dass wir in dem Schuljahr 2009, 2010, wo wir einander e-mailmäßig kennengelernt haben, hat unser Tagesheim das Qualitätssiegel des Ministeriums für gelungene Tagesbetreuung bekommen. Ich sage das jetzt nicht aus Werbegründen, sondern weil ich eigentlich davon überzeugt bin, ich glaube, dass sich klimatisch ungemein viel geändert hat. Ich bin
sag nochmal, durch Zufall, das war eigentlich ein Weg über Kirchenmusik und dann eine Pfarre im zweiten Bezirk, wo ich einen Lehrer kennengelernt habe und der hat erfahren, dass ich Latein und Englisch habe und damals war der ganz, ganz große Englischlehrermangel und wie sich herausgestellt hat, da ist ein geprüfter Englischlehrer, war ich schon an der Neulandschule. Der Direktor damals, also mein Amtsvorgänger war Mitte 40, war ein ungemein modern denkender Mensch. Der Kollege, der mich an die Neulandschule gebracht hat, der war so 8 Jahre älter als ich, inzwischen in Pension, jemand, der nach wie vor, glaube ich, als wirkliches Beispiel schülerzentrierter, menschlicher Pädagogik, also könnte ich immer noch vorstellen und sagen, so sollte man es machen. Ich habe das Glück gehabt, dass er mein Einführender war, heute würde ich sagen Betreuungslehrer. Und es waren einfach Figuren wie diese Herren und andere Kolleginnen und Kollegen, die mich eigentlich an die Neulandschule gebunden haben, die ich vorher überhaupt nicht gekannt habe. Wenn ich dann so im Sommer, bevor ich den Dienst angetreten habe, erzählt habe, ich gehe an die Neulandschule, haben die Leute mich gefragt, ist das die Schule, wo die Schüler mit den Lehrern per Du sind? Und ich habe gesagt, ich weiß das nicht. Ja? Und es war auch, also ich habe es am Lahrberg nie kennengelernt, in Grinzing ist es nach wie vor so, im Gymnasium, da ist das, in der Volksschule sowieso auch, ne? Da lebt das Du zwischen Lehrern und Schülern noch. Für mich wäre es aus heutiger Sicht ein bisschen befremdlich. Ich glaube, dass es einerseits ein schönes Zeichen ist, ich glaube aber auch, dass ich mich von den Schülern sitzen lassen kann und sie menschlich und mit Respekt behandeln kann. Und umgekehrt könnten wir alle per Du sein und ich könnte die Schüler mit Zynismus und Respektlosigkeit behandeln. Also es ist ein äußeres Zeichen, aber ich denke mal, es muss nicht automatisch sagen, bei uns passt die Atmosphäre. Ja, wie ist das mit dem Wegschauen? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, wo ich nicht wirklich eine gute Antwort habe. Wenn ich bin also das 37. Jahr an der Schule und wenn ich die Jahrzehnte vor mir rüberziehen lasse, so fällt mir schon auf, jetzt sage ich wieder meine Anfänge, 24-Jähriger im Jahr 1975, also außer in den Klassen, wo ich selber Klassenvorstand war, ich war zweimal Klassenvorstand, habe ich eigentlich nicht gewusst, wer die Erzieher sind aus den Klassen, die ich unterrichte. Und denkt man aus der heutigen Sicht, hättest du dich eigentlich erkundigen können? Oder vielleicht hätte ihm auch gesagt werden sollen. Ich glaube schon, dass wir eine deutliche Entwicklung durchgemacht haben, wo nicht da die Schule und da die Nachmittagsbetreuung ist. Es ist viel stärker verschränkt, auch dadurch, dass natürlich es jetzt Stunden gibt am Nachmittag, Pflichtunterricht, unverbindliche Übungen, Betreuungsstunden, was immer sie wollen. Und ich glaube schon, dass wir uns heuer oder jetzt viel stärker als Einheit Unterricht, Tagesbetreuung verstehen. Ein kleines Beispiel, nicht, dass das demonstrieren soll, wir haben eben im Leitergremium wöchentlich unsere Sitzung und da ist es selbstverständlich, dass Schulleiter und Heimleiterin oder Heimleiter als gleichberechtigte Partner an einem Tisch sitzen. Es ist uns wichtig, also in der Volksschule würde ich sagen Klassenlehrerin, in Hauptschule und AHS, Klassenvorstand und Erzieher oder Erzieherin, das Führungsteam sind. Ich glaube nicht, dass ich je, auch als Lehrer, irgendwie bewusst weggeschaut habe, aber heute muss ich sagen, durchaus selbstkritisch, ich habe zu wenig gewusst. Ja, ich habe mich auch nicht wirklich darum gekümmert. Ich bin dort hingekommen und habe gedacht, okay, ich halte meine Stunden, ich war überzeugt, dass ich das besser kann als jeder andere. Die Realität holt ihnen dann nachher sozusagen der jugendlichen Überheblichkeit sowieso auf ein normales Niveau zurück.
Ich hätte Ihnen nicht sagen können, von den Klassen, die ich unterrichtet habe, welche der Schüler sind im Internat, externe haben wir kaum gehabt, und welche sind nur im, damals hat man noch gesagt, Halbinternat, heißt also Tagesbetreuung. Ich denke, die Sensibilität ist eine wesentlich größere geworden. Wenn ich heute Absolventen, ehemalige Schülerinnen und Schüler frage, und wie war denn das? So kriege ich doch überwiegend die Antwort. Und an der Schule war ich nicht die Katalognummer Nummer 13, sondern da bin ich als Persönlichkeit wahrgenommen und ernst genommen worden. Und ich hoffe und glaube es eigentlich auch, dass Sie mir das nicht nur aus Höflichkeit sagen, wenn Sie dann nach ein paar Jahren an die Schule zurückkommen. Aber wie gesagt, das ist mir bewusst, dass ich gerade auf diese Frage, wie konnten so, also fast ist es ja, als wären das zwei Parallelwelten, ja, wie konnte das geschehen, eine unzulängliche Antwort habe. Das wäre das Erste. Dankeschön, danke. Bitteschön, Indra. Ja, ich habe jetzt doch in den letzten Wochen immer wieder verschiedenste autobiografische Bücher teilweise zugesandt oder geschenkt bekommen von jugendlichen Kindern, die in Internaten und Heimen waren. Und dieses hat mich insofern besonders berührt, weil ich in der Gegend um den Karskram, und zwar im proletarischen Teil in der Krim, aufgewachsen bin. Zwar 10 Jahre früher, als das hier spielt, aber immerhin, also die Neulandschule war uns ein Begriff. Aber was mir dabei immer kommt, ist, welch fantastisches Glück ich gehabt habe als Kind. Nämlich einerseits von der Zeitgeschichte. Meine Großeltern waren Reform-Volksschullehrer unter Klöckl. Mein Großvater hat in der Zeitschrift Schulreform publiziert. Und er war ein großer Anhänger der Genialität der Linkshänder. Und Linkshändigkeit hat auch Geschlecht übertüncht. Also mein Bruder, der Erbe, der Jüngere, ist Rechtshänder und ich war aber das geniale linkshändige Kind. Und das war also etwas, was einem schon ordentlich Selbstbewusstsein gibt als Mädchen. Und mein Vater, auch Linkshänder, ist also immer in die Schule gegangen, wenn irgend nur meine Linkshändigkeit angezweifelt wurde. Ich habe in der Volksschule nach einem Tag die Klasse gewechselt zu einer ganz jung nach dem Krieg, das war so der erste Jahrgang, der ausgebildet wurde, Lehrerin, die ich heiß geliebt habe, weg von eben einer, die übergeblieben ist. Und das Zweite, wo ich auch ein wahnsinniges Glück gehabt habe, war, dass ich emotional schon in der zweiten Volksschulwoche mit der katholischen Kirche gebrochen habe. Und zwar war das ein emotional, ja, das war ein Religionslehrer, der mit den 10 Geboten angefangen hat und das erklärt hat, welche tiefe Sünde das ist, am Sonntag nicht in die Kirche zu gehen und wie da alles mit den Höllenqualen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, ich kenne nur Unsympathler, die in die Kirchen gehen, weil alle Leute, die ich liebe, gehen nicht in die Kirche und sind sogar, mein Vater war immer ein deklarierter Atheist, gegen die Kirche. Man entkommt der katholischen Kirche natürlich in Österreich nicht. Also der schlockt einem dann schon mit Sexualität und als junges Mädchen, wenn man die anderen anschaut, nieder. Also da kann man sich nicht entziehen. Aber emotional bin ich dieser Institution, bin auch dann ehestmöglich ausgetreten, habe auch den Religionsunterricht nicht mehr mitgemacht, ehestmöglich. Gott sei Dank waren wir da 3 andere und das waren lustige Freistunden, während die anderen haben müssen sich das alles anhören. Also das waren die großen Glücksmomente meines Lebens, also wenn ich das jetzt rückblickend anschaue. Die andere Geschichte, die mir auch an dieser Diskussion hier auffällt, das eine ist die Aufarbeitung der jetzigen Diskussion, warum ich mich dann überhaupt wieder eingebracht habe. Das Ganze hat sich zugespitzt, die Diskussion am Wilhelminenberg, da war es so furchtbar. Und wer hat jetzt den wirklich geschmackigsten sexuellen Missbrauch? Ja, also das war, worauf sich zugespitzt hat.
Und ich habe gesagt, so ist es nicht. Und es ist auch nicht die leichte Ausrede, das waren alle Nazis. Meine Untersuchung von 34 Wiener Kinderheimen ist davon ausgegangen, von einem soziologischen Konzept, das eigentlich aus den Gefängnissen aus den USA kommt. Und das ist die totale Institution. Die totale Institution ist dadurch gekennzeichnet, dass in einem ziemlich geschlossenen Rahmen eine große Masse von Machtlosen einigen Mächtigen gegenübersteht, die ihren Tagesablauf bestimmen, die die Ziele ihres Lebens bestimmen und so weiter. Und dieses Konzept der totalen Institution bringt Missbrauch hervor. Es zieht Sadisten an, weil die dort wissen, dass sie erstens einmal nicht nur die ihnen anvertrauten Ohnmächtigen koordinieren können, sondern auch die nicht ganz so sadistisch veranlagten Mitmächtigen nichts sagen. Und die großen Untersuchungen sind in den Gefängnissen. Meins war die erste Untersuchung, wo ich gesagt habe, schauen wir uns die Kinderheime danach an. Und was ich habe dann auch einen Katalog gemacht, was man schauen soll. Die Abgeschlossenheit, die Heimschule und so weiter. Also ganzen Katalog, wie schaue ich mir so eine totale Institution an? Wir haben dann 4 Typen, offen, 2 Mischtypen und dann die totale Institution. Und es hat mich furchtbar erschreckt, wie ich jetzt im Fernsehen aufgrund eines aktuellen Missbrauchsfalls das Heim Pitten, das noch immer 42 Kinder hat und das wirklich von allem in der Sticks, ich hoffe, es ist niemand aus Pitten da, allerdings wirklich im Nichts, Wiener Kinder im Nichts. Ja? Zweitens, nach außen abgeschlossen. Drittens, innen auch abgeschlossen. Du kannst, das ist ein Gebäude, da kannst du nicht viel machen. Ja? Dass dort heute noch 42 Kinder sind. Und das ist also etwas, was mein Anliegen jetzt ist, dass ich sage, wir müssen wieder so eine umfassende Untersuchung machen, ob es geht oder nicht, weiß ich nicht, wo man wirklich anschaut, wo sind diese Kinder jetzt untergebracht. Weil die Sensibilität ist gewandelt, aber ich war da in dieser Fernsehsendung, da haben sie einen Film gezeigt, wie schön das in den Wohngemeinschaften ist. Und zum Schluss fragen sie ein Kind im Fernsehen, und wie gefällt es dir denn da? Und dann haben wir gedacht, hey, merkt ihr nicht, ihr liefert die Privatheit dieses Kindes aus? Also dieser Erzieher, also wenn ich dort gewesen wäre, ich hätte gesagt, das ist deppert. Wieso? Wie kommt dieses Kind dazu, dass es da im Fernsehen sagen muss, ja, es gefällt mir gut. Also, da ist heute noch keine Sensibilität da und ich glaube, dass man da einfach weitermachen muss und wirklich also nicht es schieben auf Faschismus und so weiter und der nicht auf alles war. Ja, also dass bei uns der Faschismus nicht auf, dass wir Neonazis haben, haben wir ja bei den Übergriffen, Airball und so weiter gesehen, dass Dings, sondern dass es das Konzept der totalen Institution ist und eine totale Institution Missbrauch anzieht. Ja. Darf ich vielleicht, es sind echt zwei Sachen gefallen, wo ich gerne was sagen würde. Das erste Mal ist die Sache Glöckl. Glöckl ist deshalb so hochinteressant, weil die paradoxe Situation war, dass in den 20er Jahren Glöckl und Neulandbund schwer übers Kreuz voneinander waren, obwohl sie eigentlich pädagogisch sehr Ähnliches wollten. Naja, schon. Der große Unterschied war, dass der Glöckl keinen zwingenden Religionsunterricht wollte. Genau. Man hat das, also, das wurde dann enorm bejubelt, als dieser Erlass aufgehoben wurde, 34, auch von den Neuländern. Was selten dazu gesagt wird, ist, dass der Glöckl der Erste war, der das Gratis-Schulbuch erfunden hatte, und zwar
ganz speziell für den Religionsunterricht, bitte. Er hat dafür gesorgt, dass dort, wo, Religion, wo Kinder im Religionsunterricht freiwillig nicht gezwungen teilnehmen, sehr wohl außer ihre Religionsbücher und so umsonst zur Verfügung stehen. Na, Bücher insgesamt. Bücher insgesamt, aber es war ganz, es hat begonnen, ich habe es extra genau angeschaut, begonnen mit Religionsbüchern, weil er diese Form des Kulturkampfes nicht führen wollte. Und das war ja der Punkt, wo sich Leute, der Pflieger, der Priester war, der einer der Gründer des Neuen Bundes, getroffen haben in der Frage, wollen wir einen Kulturkampf miteinander führen oder wollen wir versuchen, die Arbeiterschaft insgesamt weiterzubringen, bessere Lebensverhältnisse zu bekommen, bessere Ausbildung etc. Das ist in der Neulandbewegung bis, ich weiß nicht, wie es heute gehandhabt wird, aber zu meiner Zeit noch drinnen gesteckt, weil ich hätte mir das, also meine Großmutter hätte sich die Schule gar nicht leisten können. Das heißt, wir haben einen verschwindend niedrigen Schulgeld bezahlt, wir haben ganz wenig für den Klavierunterricht bezahlt, wir hatten in der Klasse auch Kinder aus sehr, sehr beduchten Kreisen, die haben halt das 10-fache oder 15-fache bezahlt. Also insofern habe ich auch bis heute eine ganz ambivalente Haltung zur, vielleicht nicht so sehr zum Katholizismus, also zur ganzen Frage Christentum, Sozialismus, weil ich, so wie ich da sitze, sehe, dass ich Produkt von beiden bin. Ich bin Produkt dieser doch immer wieder manchmal erkennbaren christlichen Grundnormen, die es gab, die sich für mich dann letztlich natürlich nicht wirklich unterscheiden von dem, wo ich als Sozialist oder Sozialdemokrat hin will, wie vielleicht von der Methodik anders hin. Aber von der grundsätzlichen Zielsetzung her, ich bezeichne mich ja immer als atheistischen Katholiken. Also ich lege eigentlich auch Wert darauf, dass ich katholisch bin, auch wenn ich nicht an Gott glaube, einfach deshalb, weil es für mich ein ganz ein wesentlicher Teil meiner Sozialisation ist. Ich gehe in keine Kirche, ich glaube nicht an den Gott, aber der Katholizismus ist einfach prägendes Kulturmerkmal bei uns, es nutzt nichts. Und es ist ja auch nicht so, man muss es dazu sagen, dass ich war in Ferien in Heimen der Kinderfreunde, die waren für mich noch schlimmer zum Teil, muss man auch dazu sagen. Ich war in Ferienheimen der Jesuiten. Ich habe zum Beispiel, das zeigt zum Beispiel die unterschiedlichen Erfahrungsebenen oft, ja. Wenn man den André Heller fragt nach Kalksburg, sagt er um Gottes Willen, was da nicht los war. Wenn man mich fragt, was ich bei denselben jesuitischen Leuten im Ferienheim erlebt habe, muss ich sagen, war wunderbar. Waren die schönsten Zeiten, die ich erlebt habe. Das waren weltoffene Leute, die zu nichts gezwungen haben, die ihre Form des Lebens vorgelebt haben, das ist richtig, zu nichts gezwungen haben, die, mit denen man über alles reden konnte, die es extrem weltoffen erfahren haben. Ich wünsche mir heute manchen Genossen so, ich sage es ganz ehrlich, diese Weltoffenheit zu haben und diese Unvoreingenommenheit gegenüber der Welt, was ich bei manchen Jesuiten erlebt habe. Also es ist für mich ganz, ganz schwierig. Ich meine, die Debatte jetzt über die Privilegien der Kirche will ich da jetzt wirklich nicht führen. Ich finde, die hat also auch mit unserem Thema wenig zu tun. Aber ich hab Kirche nicht durchgehend als negativ empfunden. Ich habe den Glauben als Gott sehr merkwürdig empfunden, weil ich fand, dass jemand, dem meint, dass er prügeln durchs Internat läuft und mir so den Glauben einprügelt, das kann es nicht sein. Und es ist ja die praktische Folge davon gewesen, dass aus diesen Generationen, also die Leute, die ich alle noch kenne oder kennenlernte, die durch die Schule gegangen sind, da ist kein einziger dabei, der heute noch sich selber als einen gläubigen Menschen, der an Gott glaubt oder sonst was. Das heißt, diese Form hat das eigentlich ad absurdum geführt. Gleichzeitig haben aber, was Sie erzählt haben, diese andere Lebensform der Neuländerinnen schon gespürt. Ja? Und ich würde nicht sagen, dass es alles negativ war, ja? Sondern da war schon auch eine starke Kraft drin und man soll es nicht unterschätzen. Das sagen ihr als Atheist, da war eine starke Kraft zu spüren und die haben die auch gehabt. Und ich war bei einer Geburtstagsfeier, weil ich einmal am Wochenende im Internat war, weil mein Großvater krank war, bei einer Geburtstagsfeier da einer Ehem, ich glaube beim 62. einer ihrer letzten Geburtstagsfeiern dabei. Das war wirklich selbst für mich als Kind spürbar ergreifend. Ja. Und insofern, auch das macht mir die Bewertung mancher Dinge so wahnsinnig schwer. Ich glaube auch, dass diese Gründergeneration ausgebrannt war. Die haben einen Krieg mitgemacht. Die haben sich auch viele Enttäuschungen mit der eigenen Kirche erlebt, muss man auch dazu sagen. So einfach ist das ja nicht. Sie haben sich zwar im Vatikanum in einem Bereich, gerade bei der Kirche, bei der Reform in Richtung Volkskirche und Liturgie ganz stark durchgesetzt. Das war auch ein zentraler Punkt der Neuländer. Aber sie sind natürlich letztlich, weil dieses antimoderne Konzept, das ursprünglich drinnen steckte, das war nicht zu halten, glaube ich. Das war wirklich unhaltbar und das war wirklich irgendwann einmal überlebt. Und dann, darum hat es ja der Neulandbund, das hat das auch
bis 1960 noch jedes Jahr so eine Jahresschrift gegeben, das hat es dann aufgelöst. Es gibt jetzt offiziell eben noch diese, für die Schulerhalter in der Erzdiözese, glaube ich, angesiedelt, der Trägerverein. Aber ansonsten ist er. Das, was eigentlich dieser Neulandbund einmal war, gibt es so nimmer mehr. Aber mir ist es also ganz wichtig, dass also auch diese zölibatäre Lebensform dieser Damen dort, das hat, wobei man dazu sagen muss, das war überhaupt im Neulandbund, das hat mir so ein Priester erzählt, der im Neulandbund war, eine ganz skurrile Haltung zur Sexualität gab. Das hat sicher auch, ich versuche das in einem Buch zu beschreiben, diese skurrile Haltung. Also es war zum Beispiel so, dass beim Neulandbund, man muss dazu wissen, innerhalb der katholischen Kirche war bis, es ist jetzt nicht mehr so, es war bis vor einiger Zeit ja so, dass bis zum 18. Lebensjahr alle Organisationen der katholischen Kirche streng geschlechtergetrennt waren. In Jungs und in Mädels. Und der Neulandbund war immer scheel angesehen, weil er diese Trennung nicht durchgeführt hat. Aber, die haben gesagt, wir machen es noch viel, viel strenger. Wir fahren zusammen auf Sommerlager und haben nichts miteinander. Zu sagen, was wir machen, ist ja das viel Ärgere und viel Strengere. Wir setzen uns dieser Versuchung aus und widerstehen ihr dauernd. Ja. Das hat dann zu ganz skurrilen Dingen geführt, dass Abordnungen zueinander geschickt sind, die sie ausgemacht haben, wer kocht und wie wir das Essen am Abend einkaufen, ähnliche Dinge. Also, aber da gab es ein ganz merkwürdiges, das Ziel war natürlich, und das war also ein sehr konservatives und wird wahrscheinlich selbst heute von vielen Pfarrern so nicht mehr getragen, das war ganz, ganz konservativ, erst Familie gründen, dann sozusagen die Freuden des Leibes und Kinder kriegen. Und das ist sozusagen dieses katholische Idealbild zu leben oder zu libertär. Das gab es natürlich schon. Aber es war zum Teil dann wirklich, also, das hat mir dieser Priester immer erzählt, das war also wirklich zum Teil skurril dann in seinen Ausformungen. Nur, ich glaube eben nicht, dass das mit der strukturellen Macht in der Schule irgendwas zu tun gehabt hat. Das war ganz eine spezifische Geschichte. Es war übrigens auch ganz interessant, dass gerade der Gründer der Neulandbund, Pfliegler, immer entschiedener Gegner der Aufhebung des Zölibats war, muss man sagen. Das war für mich aus der ganzen Idee des Neulandbundes heraus nicht ganz nachvollziehbar, aber weil es kann ja zölibatär leben, wer so leben will, das ist ja jedem unbenommen. Warum so einen Zwang braucht, das ist jetzt eine innerkirchliche Diskussion. Ich wollte nur das war ganz wichtig, zumindest für mich selber, und das schreibe ich ein Buch, ich kann Sozialismus und katholische Wertteile, Weltsichten und christliche Weltsichten für mich selber nicht wirklich trennen. Das ist, weil einfach auch, man soll das ja ganz ehrlich sagen, es ist auch viel Positives drinnen und ich beschreibe das ja in meinen Romanen, wenn man sich also den Roman Lemming nimmt, ich behaupte, jede Bewegung, jede Idee hat irgendwann ihre große Niederlage. Jede Bewegung, jede Idee hat irgendwann ihre Hexenjagden, hat ihre Kreuzzüge, hat ihre Diffamierungen und das ist halt leider so. Das finden wir in der kommunistischen Bewegung über den Stalinismus. Wir haben es letztlich in der Sozialdemokratie, wenn man 1914 Zustimmung zu den Kriegskrediten hernimmt, um eine alte Sünde und keine neue zu nehmen, oder das Umfallen der Sozialdemokratie in der Gegenwart gegenüber all diesen neoliberalen Dogmen, die da herumschwirren. Es hat jede Bewegung, glaube ich, ihre Sündenfälle, die sich halt je nach Bewegung ein bisschen anders auswirken. Aber man sollte, glaube ich, den Wert einer Bewegung und den Wert einer Idee nicht unbedingt immer nur an dem messen, was sie an Grauslichen hervorgebracht hat, sondern vielleicht auch manchmal an dem messen, was sie auch ermöglicht hat. Und das muss man auch zu der Institution dazu sagen. Sie hat natürlich sehr viel ermöglicht. Ne? Gehen wir wieder zurück an das Buch. Und zwar, was mir in dem Buch so rauskommt, und das erzählen Sie jetzt nicht, weil Sie in großen Ideen, oder erzählst du nicht, weil du in großen Ideen schwelgst, ist das Ausgeliefertsein. Ja. Also es kommt immer wieder, wie die Oma war krank und das Kind fürchtet sich, es kann jetzt dieses Wochenende nicht nach Hause und ist ausgeliefert in diesem, also das ist genau das, das Ausgeliefertsein, nicht raus können, diese geschlossene Institution. Ja, und wie gesagt, ich bin da viel rigoroser, ich sage, das hat mit der weltanschaulichen Hintergrund, wer diese Institution trägt, ob das jetzt Neuland ist oder die Volkshilfe oder die geistlichen Schwestern von irgendwas,
am Rande schon wahrscheinlich in der Ausprägung der Bestrafung, in dem, was als schlecht und als gut gesehen ist, weniger zu tun, als wie in der Geschlossenheit. Und in dem Moment, wo ich eine Geschlossenheit habe, eine potenzielle Ausgeliefertheit, ist der Missbrauch da. Und der kann sich sehr hart ausbilden, er kann sich weniger hart ausbilden und er kann sich in der sexuellen Sphäre ausbilden, er kann sich auch im reinen Prügeln und im Kaposystem. Nicht, dass es hat, also wir haben auch Heime gesehen, wo die Erzieher gar nicht viel gemacht haben, die haben ein fantastisches Kaposystem gehabt. Ja. Gruppenälteste, blank, Ding, und die Disziplin hat einfach in dem Sinne funktioniert. Also, und daher ist für mich auch in der jetzigen Diskussion anzuschauen, erstens, haben wir solche Institutionen noch? Da wäre mal vielleicht zum Beispiel die Psychiatrie, die Altersheime und so weiter anzuschauen. Ich komme jetzt ja schon wieder in die Altersheim-Kategorie. Ja. Und was kann man tun, um diese Situation der totalen Institution aufzuheben? Und das wäre erst, da brauchen wir uns jetzt gar nicht streiten, wie wir das machen, das wäre eigentlich erst die Überwindung dieser Missbrauchsfälle, die immer wieder aufkommen werden. Ich habe erst schon gesehen, dass es Wortmeldungen gibt, ja. Bitte schön, Gabi Gerbersitz, war zuerst und dann Sie, ja. Ich wollte genau dort ansetzen. Ich bin Förderin einer Wohngemeinschaft in Burgenland, die eben Kinder beherbergt. Ich bin ja total in Situation, aber trotzdem, nicht? Die Kinder sind dort und können nicht ganz anders. Sie können auch nicht nach Hause. Und ich frage mich auch, gibt es noch bessere Modelle? Ich meine, das ist ein tolles Modell, ich verbringe dort auch Tage und auch Zeit mit den Kindern, aber trotzdem frage ich mich oft, gibt es nicht noch was Besseres? Und jetzt wollte ich fragen, gibt es international was ist der nächste Schritt hinaus aus diesen Möglichkeiten? Naja, die Situation ist nicht so sehr das Organisatorische, sondern wie viele Außenkontakte haben die Kinder? Mhm. Werden Außenkontakte gefördert? Also zum Beispiel auch, es gibt Wohngemeinschaften oder Pflegefamilien, nicht? Meine, das ist schön, da sagt man, gehen wir es in die Pflegefamilien. Pflegefamilien, wo diese Kinder keine Freundinnen und Freunde haben, wo niemand zu denen auf Besuch kommen kann. Dort müssen die Alarmglocken schrillen, ja? Also wie viele Außenkontakte haben die Kinder? Wie viele kommen von außen hinein? Wie weit gehen sie aus? Wird das gefördert? Wird das auch gut angesehen und natürlich die Kontrolle. Also, ich will das nicht sagen, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle besser, sondern es ist so, in unserem bürokratischen System ist es so, dass wenn der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin das Kind in die öffentliche Erziehung gibt, braucht er sich um nichts mehr kümmern oder sie. Ja? Vor allem je weiter weg, in die Steiermark kommt die Sozialarbeiterin aus Favoriten höchst selten. Und ob das jetzt Pflegefamilie ist oder nicht, ist dann eigentlich schon wurscht. Ja? Also das sind jetzt die Sachen, die dann noch dazukommen. Ja? Und weil du zuerst gesagt hast, Europa, in Schweden hat es jetzt eine große, die haben 6 Jahre, glaube ich, daran gearbeitet, Untersuchung gegeben über Missbrauch und Vernachlässigung von Kindern in den ersten Nachkriegsjahren. Und was die gemacht haben, ist, dass sie eben gefragt haben, und wenn 2 unabhängig, auch von Pflegefamilien, nicht? Weil, also man soll nicht sagen, okay, jetzt nehmen wir die Heime alle weg und dann Wohngemeinschaft und Pflegefamilien, das ist eh wunderbar. Wenn da unabhängig 2 Betroffene gesagt haben, da war was, hat man das näher angeschaut. Und da ist es genau um diese Kriterien gegangen, mit den Kontakten. Und wo können Kinder sich auch hinwenden, niederschwellig. Ja? Ein ganz schönes Interview habe ich gehört, wo ein ehemaliger Heimzeuge gesagt hat, ja, der Feuerwehrkommandant, der Polizei, Gendarmeriepostenkommandant, der Lehrer und der Heimleiter, das waren alles gute Freunde. Also wo hätte das Kind raus können? Gar nicht. Ja? Und was dann die Schweden gemacht haben, und das
an das habe ich am Anfang nicht geglaubt, aber jetzt habe ich mit ein paar Betroffenen auch gesprochen. Also, die haben am 21. November in der Halle, wo die Nobelpreise vergeben werden, das Beste, was man kann, eine Zeremonie gemacht, wo vom Parlamentspräsidenten, die Königin Silvia und alle, sich die Gesellschaft entschuldigt hat bei den Betroffenen, was sie ihnen angetan haben. Und zuerst hat es geheißen, da wird niemand hinkommen, so waren 800 Menschen dort. Also, und was noch gut war, also die Medien waren recht angefressen, weil sie durften dort weder filmen noch fotografieren. Also dieses, was bei uns so, und jetzt nehmen wir noch ein Opferchen vom Wilhelminenberg und lassen ihn die Geschichte erzählen oder sie die Geschichte, also das war unterbunden. Ja, vielleicht bringen wir sowas auch einmal zusammen, ich weiß es nicht. Darf ich nur ganz kurz einen Entwurf machen? Ja, und dann tun wir ein paar Worte. Ja, und dann reden wir nicht mehr so lange. Man sollte nur ganz kurz, man sollte nicht außer Acht lassen, übrigens auch die familiäre Situation der damaligen Zeit, das sollte man erwähnen, weil es ist natürlich ein Teil, was Sie so beschreibt, natürlich waren in einem Halbtags- oder das ist ein Ganztagesschule, wenn die Kinder am Abend heimkommen und die Eltern haben das eine Kontrolle ja noch da. Das ist ja ein relativ offenes System. In die Internate war es ja so, dass die Kinder oft monatelang weg waren, wenn das Bergbauernkinder waren. Es war dann noch dazu zu Hause noch üblich, vergessen wir nicht, wir waren vor der großen Familienreform, sprich, also Frauen haben ja nicht einmal einen Ausweis gekriegt, ohne dass der Mann unterschrieben hat oder sonst irgendwas. Das heißt, der mickrigste Idiot noch konnte sich ja zu Hause als Gottvater aufführen. Das heißt, entsprechend ist ja zu Hause geprügelt worden. Das heißt, so und so viele Kinder, die wir in im Internat hatten. Ja. Nach der Familie. Ja, auch nachher noch. Aber es war ja schon einmal grundnormal für viele Eltern, die ihre Kinder gehabt haben, dass das Kind geschlagen wurde. Das haben sie zu Hause auch nicht besser. Wenn der heimgegangen ist und gesagt hat, die wird gehauen, hat der Vater gesagt, Geschichte recht, hat er noch nicht gegeben. Nicht? Also, so war es ja nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Das wollte ich nur so zu einer geschlossenen Situation dazu noch sagen. So, ich habe jetzt vier Gesichter, Wortmeldungen, bitte schön, Sie zuerst und dann bitte so. Danke. Also, Herr Amon, in mir ist ziemliche Wut aufgekommen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Erstens bin ich selbst Obmann der Plattform Betroffener jeglicher Gewalt. Wenn Sie sagen, also, es ist sozusagen nichts passiert und Sie wollen das gar nicht mehr hören, wenn jemand da verzumpft und greift, dass Sie das nicht miterlebt haben, nein, ist Ihr Glück. Miterlebt? Nein, Entschuldigung. Nein. Okay. Das ist ein Missverständnis. Aber es sind ganz andere Sachen passiert und ich würde schon sagen, die Gewalt oder sagen wir so, der Eingriff auf ein Kind, wenn sozusagen Gottes Hand da zugreift in Form eines Klerikers, das ist ganz was anderes, als wenn das ein Lehrer macht oder jetzt ein Erzieher, der nicht dieses Image hat. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich weiß von meiner Erfahrung und von den Erzählungen, dass solche Misshandlungen, und ich sage jetzt nicht Missbräuche, weil das Wort Missbrauch kann ich überhaupt nicht hören, man kann ein Ding missbrauchen oder eine Sache, aber nicht ein Kind. Es sind Misshandlungen und solche Misshandlungen sind schwerste oder haben zur Folge schwerste psychische Probleme bis hin zur Psychose, sage ich einmal. Das kann durch körperliche Gewalt auch auftreten, aber im Normalfall bei sexueller Misshandlung sind schwerste psychische Krankheiten die Folge. Absolut, nein. Entschuldigung, da bin ich missverstanden worden. Da bin ich wirklich missverstanden worden. Wenn ich das sage, dann sage ich, mir ging es damals darum zu sagen, da gibt es das Problem des Missbrauches, der Misshandlung von Kindern im direkt sexuellen genitalen Bereich. Aber, was da unterzugehen droht daneben war, das massenhafte Phänomen struktureller Gewalt. Und das ging es mir. Ja. Nicht darum, das eine klar zu reden, sondern auch zu sagen, da gibt es noch was anderes. Und davon sind jetzt nicht Tausende betroffen, sondern zigtausende oder gar Hunderttausende. Um das ging es mir bitte. Und nicht das andere zu sagen, das ist harmlos, ist schon gut, macht es nur weiter unter der Dusche. Also das habe ich bitte wirklich nicht gemacht. Damit. Und ein bisschen möchte ich Ihnen schon auch widersprechen. Ich schreibe das auch in meiner Untersuchung. Die sexuelle Gewalt ist ein Teil. Aber es sind Kinder auch zerstört worden durch Demütigungsrituale, also wo wirklich runtergemacht, runtergemacht, runtergemacht. Ja. Sexuell konnotierte Gewalt.
es gibt sozusagen auch andere Methoden, Kinder total zu zerstören. Das habe ich nicht behauptet. Nein, nur damit man das. Sie war oft, ich beschreibe das einfach bitte. Es war die Gewalt zum Teil, haben die ihre verklemmte Sexualität, mit der sie jetzt herangekommen sind, dadurch ausgeht, dass sie Kinder gequält haben. Das ist jetzt kein sexueller Vorgang im genitalen Bereich, sondern einfach, wenn jetzt zum Beispiel, ich kenne Geschichten, wo in Klostern ein Thema, was überhaupt noch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird, wie es in den Schulen, in den Internaten für Mädchen zugegangen ist, in Kloster, wo Klosterschwestern dran waren, da habe ich horrible Geschichten. Ja, das ist also im Winter nackt beim offenen Fenster, kalt auf also beim kalten Wetter, bei offenem Fenster nackt auf Scheitern knien und solche Geschichten. Na, wenn das nicht sexuell ist, weiß ich nicht, was sexuell ist. Da lebt jemand seine offenkundig nicht bewältigte Klostersituation aus. Also ich wollte das wirklich nicht klar machen. Und dieser Thema übrigens ist irgendwann auch noch gekommen, da bin ich überzeugt davon, weil wir diese, was mit den Mädchen in diesen Schulen sind, überhaupt noch nicht geredet worden ist bis jetzt in der Öffentlichkeit. Da ist noch ganz ein großer. Das ist ganz neu, ja. Also sozusagen. Ja. Oh, ja, doch, der Weg. Nein, ich habe schon in der Untersuchung, was mit den Mädchen geschehen ist in den Erzählungen. Willi Miedenberg war das Erste, wo man so richtig... wie gesagt, ich habe das bereits 1974 beschrieben, die Zurichtung der Mädchen. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen, tun wir jetzt vielleicht, jetzt erste Worte, bitte, Sibylle Summer, bitteschön. Ich finde das ganz toll verdienstvoll, Igor Kaiser, du warst ja... Wann war das? In den 70er Jahren, glaube ich schon. Und auch diese Strukturiertheit dieser geschlossenen Anstalt, wo es besonders sich verdichtet, das Ganze, ja, und besonders anfällig ist auch. Aber ich denke, trotzdem sollte man die gesellschaftlichen Umstände nicht verniedlichen und die Kontexte, in denen die Dinge stattfinden, ich meine, das ist dann noch verdichtet in geschlossenen Anstalten, ist klar, aber es ist, ich denke mal, das muss man auch in aller Schärfe und ohne das in irgendeiner Form wieder hinunter zu relativieren, auch nennen und stehen lassen im Raum und das nicht wieder hinunter relativieren, diese gesellschaftlichen Umstände. Und das war in Österreich der Austrofaschismus und der Nationalsozialismus und diese strukturelle Gewalt. Diese strukturelle Misshandlung, strukturelle Missbrauch in dieser Sache drinnen. Oder eben wie gesagt, oder nicht hinschauen, wer hat hingeschaut? Auch wenn Außenkontakte waren, wurde das durch die Außenkontakte total noch verstärkt. Ne? Und insofern denke ich, muss man das ganz klar benennen, ohne das in einer Form zu relativieren. Und diese katholische Kirche in sich ist ja auch schon so eine in sich geschlossene Anstalt. Also eine geschlossene Anstalt in der geschlossenen Anstalt und dann noch diese Grundstruktur dazu, das macht das Ganze halt schon sehr intensiv. Und ich glaube auch, ich halte das schon für wichtig, also ich fand das schön, was du auch gesagt hast, Irmtraut, was da in Stockholm gewesen ist, dass man so eine, dass die Regierung und die sich entschuldigen, auch wenn sie nie persönlich dafür verantworten, aber und nämlich durch dieses, oder so wie Lavrinsky sich entschuldigt, nicht entschuldigt hat, aber dieses Eingestehen und Verbrechen, ja, ist etwas, was vielleicht dann hilft, das weiterzumachen. Und ich finde es auch wichtig, dass sie das in ihrer Schule machen und dass sie das wirklich auch. Und zwar ohne das zu relativieren, dass man wirklich versucht, das zu benennen. Nur ganz da dazu, kurz bitte, zu dem, was du gesagt hast, es ist auch vor allem hier dieses Obrigkeitsdenken. Ja. Also diese, wenn ein Autoritär, und das kommt vom Autofaschismus, vom Nationalsozialismus, man kann auch sagen, dann die Besatzungszeit, also wenn eine autoritäre Funktion, wenn jemand autoritär was sagt, gibt es keinen Widerspruch. Und das hat sich also erst viel später, 68, 70, hat sich eine, bei uns in Österreich ein leichter Widerspruchsgeist überhaupt entwickelt. Aber vorher, in den 60er Jahren, war ja tiefste Finsternis, was Obrigkeitsdenken war. Vielleicht bin ich missverstanden worden. Ich sage nicht, dass das, was du jetzt sagst, nicht alles stimmt, sondern ich habe auch ein bisschen eine Tendenz gesehen, jetzt in der Diskussion, dass man sagt, ja, das waren auch die Nazi-Erzieher und heutzutage kann das nicht mehr sein. Und das glaube ich eben nicht. Ja, es gibt
glaube ich, wenn es heute gibt, und es gibt heute, gibt es aber auch Stimmen, die dagegen sind, die es früher nicht gegeben hat, weil dieses autoritäre Denken und dieses folgsame, das ist halt Gesetz, man ist heute nicht so gesetzgläubig. Bevor ich jetzt habe ich schon vier Worte, tun wir jetzt dann wirklich, dass wir die Wortmeldungen alle, nur ich, und selbst das tue ich mich auch nur ein, Stichwort Psychiatrie. Ne? Hoff und Wilhelmina, Hoff also und Baumgartner Höhe und also jetzt auch Klinik Innsbruck und so weiter, das ist ja dann noch ärger. Also vor allem dieser Nazi-Zusammenhang, der weiter. Also das wollte ich nur zur Sibylle auch noch dazu sagen. So, tun wir vielleicht jetzt nicht böse und tun wir, dass wir die Wortmeldungen. Bitte, Traude Boll auf, dann Sie vorne und dort. Ja, bitte. Also ich habe sozusagen eine Bemerkung dazu und eine Frage. Die Bemerkung ist, ich war 1946 oder 47, das kann ich nicht mehr so genau sagen, am Wilhelminenberg und war dort 6 Wochen und sollte aufgepäppelt werden mit Hilfe einer Schweizer Spende, wie viele der damals, ich glaube es war 46, der damals hungernden Wiener Kinder, habe das in eher schrecklicher Erinnerung. Nicht, also wie du von dieser Isolationssituation gesprochen hast, ist mir das sofort wieder eingefallen. Es war aber nicht so sehr Machtausübung durch das Betreuungspersonal. Es war eher der Druck innerhalb der Kindergruppe. Ich habe also dort schreckliches Heimweh gehabt. Und kein Mensch hat mich getröstet. Die Kinder haben mir gesagt, wenn du weiter weinst, jetzt ist das Herz deiner Mutter so groß, dann wird es so klein, dann wird es immer kleiner und am Schluss stirbt deine Mutter. Natürlich nur noch viel mehr geweint in dieser Gruppe. Aber es hätte sich auch keine der Betreuerinnen gefunden, die mich damals getröstet hätte. Das hat es nicht gegeben. Und es hat noch was gegeben. Es gab so ganz rigide Regeln. Also, es mussten sich alle auf die rechte, Nachmittagsschlafs mussten sich alle auf die rechte Seite legen und keiner durfte irgendwo anders hinschauen und hatte jetzt die Augen zuzumachen, weil jetzt wird geschlafen. Dass das nicht gegangen ist, war natürlich ziemlich schrecklich für die betroffenen Kinder, aber da gab es keine Ausnahmen. Also, es waren so, die Grundregeln waren also so, dass sehr wenig auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen worden ist. Das sind also meine Erinnerungen an dieses Schloss. Ich habe aber auch eine Frage. Es gab doch, weil du gesagt hast, die Untersuchung ist also aus 1974, ich glaube, das war ein bisschen früher, aber du weißt das bestimmt, es gab doch sozusagen ein Gegenkonzept gegen diese Heimerziehung in den 60er, 70er Jahren. Das war die Stadt des Kindes. Die aber auch gescheitert ist in irgendeiner Form. Kann man mir vielleicht sagen, wohin? Was hat an dem Konzept nicht? Ja, die Stadt des Kindes war kein Konzept. Die Stadt des Kindes war, wo die Maria Jacobi, damals Sozialstadträtin, war auf einem Trip irgendwo in Skandinavien und dort gab es eine Stadt des Kindes. Da hat der Slavik, der Herr Bürgermeister, gesagt, Mietze, das kriegst du auch. So, dann hat man... ja. Wurde mir von glaubhafter Seite so erklärt. Maria Jacobi, ja. Weil mit sie denken jetzt alle an die Faktor, ja. Nein, aber Maria Jacobi genannt, also manche durften sie mit sie nennen, okay. Die Frau Stadträtin. So, dann wurde eigentlich ein relativ bekannter Architekt damit beauftragt, das jetzt in dieser Gruppenstruktur zu machen. Vorbild war der Sonderkindergarten im Auerwelsbachpark, der also auch mit diesen Gruppenstrukturen war. Dort hat man die einzelnen Behinderungen in Fachern gemacht, die Blinden, die Nings und so. Und bei der Stadt des Kindes hat man gesagt, diese Gruppenstruktur auch ein bisschen homogenisieren, die Gruppen, und ja, und dann doch einen gewissen Luxus. Ja, also wenn man angeschaut hat, die Wilhelminenberg, die Uewarte oder so, dann war diese Stadt des Kindes ein Luxus. Es gab ein Schwimmbad, es gab Turnsaal und so weiter und so fort. Und inhaltlich war eigentlich nicht sehr viel Idee, außer dass es eben eine kleinere Gruppe ist und so. Außerdem war das da draußen im Wienerwald,
was auch nicht gerade das günstigste war. Und wenn man dann dort die Kinder als Favoriten oder was irgendwo hin, haben die genauso Heimweg gehabt und sich isoliert gefühlt wie überall anders. Was es besser gemacht hat als andere Heime, war, dass da pausenlos Delegationen anschauen wurden. Das heißt, was am Abend vorgefallen ist, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass wenn man dort immer hinkommen ist, irgendwo waren irgendwelche Leute, so Gruppen, die dort angeschaut haben. Daher hat das Ganze einen relativ angenehmen Aspekt gehabt. Ja? Der Kontakt zur europäischen Außenwelt und internationalen ja, internationale Außenwelt. So. Sie haben dann auch später so Seminare dort gemacht, extra und so weiter. Aber mein Gefühl, aber das ist mein subjektives Gefühl, war, ja, das, da war eine Struktur, da ist was Dings, und es hat sich eigentlich niemand inhaltlich Gedanken gemacht, was dort anders sein soll. Ja? Du meinst nur bitte, ja, auch wenn Fragen sind, darf ich jetzt erst, ja, dass ich mich nicht beantworte, erst die, die sich gemeldet haben, der Herr, junge Herren in der ersten Reihe und dann sind der Letzten, bitte. Ja, und dann, ohne dass die Leistung des Buches klein machen zu wollen, als Soziologe, der so immer wieder den Glauben an die Soziologie und das revolutionäre Potenzial, was ich da mal gedacht habe, droht zu verlieren, wollte ich auch nochmal mich anschließen. Also ich finde es das toll, dass Sie diese Studie gemacht haben, weil es ja auch unter den Wissenschaftlern sehr viel Mitläufertum und sowas gibt. Also so eine kritische Studie überhaupt zu machen, auch heute, glaube ich, wäre nicht so leicht, dass sich das jemand antut. Und ich wollte nur, quasi, was ich so mitgekriegt habe, positionieren Sie sich auch als Feministin und vielleicht den Aspekt der feministischen Kritik an dieser Zurichtung, dass Sie den vielleicht ein bisschen quasi nochmal, also inwiefern ist es relevant, also inwiefern hat das was mit patriarchalen Strukturen zu tun, was da passiert? Also sehen Sie da einen Bezug? Das würde mich, ja, also dass man den vielleicht ein bisschen heraus. Bitte schön. Ja, ich hätte zwei Fragen. Die erste ist für Herrn Schmetterle. Sie haben den Habeas Corpus gemeint. Bezüglich Dramatisieren. Bezüglich? Dramatisieren. Haben Sie gemeint, in Amerika ist es besser bearbeitet worden als in Österreich? Welche Vergleiche haben Sie? Haben Sie welche Studien? Das wäre eine Frage. Zweite Frage wäre für Frau Carlsen und für Herrn. Sie haben den Eindruck erweckt, also Kirche braucht man ja nicht. Wir sind in Europa im 20. Jahrhundert. Aufklärung hin, Aufklärung her. Wieso schaffen Sie nicht ab? Was abschaffen? Die Kirche? Ja, genau. So, in der ersten Reihe zur Wortmeldung, bitteschön, und dann Sie, bitte. Also ich finde das eine schöne Sache, wenn man das sich noch einmal anschaut. Eines hast du irgendwie nicht erwähnt, dass beim Eintritt ins Heim, beziehungsweise bei der Kindesabnahme, also nach meinem Gefühl, Geschichte wird das Zentrale. Also das Kind wird seiner Identität beraubt. Es hat nicht mehr das an, was bisher immer angehabt hat. Weil sie von Heimweh gesprochen hat, das ist ja ziemlich deutlich, dass das Kind seine Identität sucht. Dass die Identität nur in den Beziehungen besteht, die das Kind hat. Also ich mache da eine Arbeit in der Zeit 45 bis 70, da war das eben ganz arg. Zum Beispiel die Geschichte, dass man die Kinder aufs Land ins Heim gegeben hat, sodass die Eltern praktisch dort nicht hinkommen konnten, weil es kein Auto gegeben hat und überhaupt keinen Verkehr. Das gibt es heute noch. Das ist heute noch Praxis. Was? Das ist heute noch Praxis. Ja, zum Beispiel. Also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und diese intensive Verachtung, die man den Müttern entgegengebracht hat, also, die sind nach meiner Erfahrung noch immer vorhanden. Also, am Gericht zum Beispiel hat mir eine Frau erzählt, sie wäre versehentlich für eine leibliche Mutter gehalten worden. Versehentlich für eine leibliche Mutter und mit entsprechender Verachtung
bestraft worden und sie war aber eine Pflegemutter. Pflegemutter ist gut. Professionell, ausgebildet, alles. Ja. Entschuldigung, einen zweiten Punkt möchte ich auch noch machen. Also das mit dem Nationalsozialismus, glaube ich, kann man sich abschminken, vollständig. Also es gibt, ich arbeite mit den Arbeiten der Amtspersonen. Mit der Marianne Estl zum Beispiel, reagiert nicht, ist ja die nicht untergekommen. Nein, ich suche nur was du gesagt hast mit den Müttern, weil in der, aber ja, red weiter, entschuldige. Ja. Ich horche zu, aber ich suche nur was. Ja. Und eine Dame, Hermine Koller, die haben beides eben Arbeiten geschrieben, Fallgeschichten als ihre psychologische Dissertation. Und wurden dann die Leiterinnen des psychologischen Dienstes am Jugendamt. Ja? Am Ende ihres Lebens. Erst die Marianne Estl und dann die Hermine Koll als ihre Nachfolgerin. Also ich habe beide deren Arbeiten. Und die sind sowas von schrecklich. Ja? Die Hermine Estl hat eher unter dem Nationalsozialismus gelitten, weil sie ist nach Mödling versetzt worden und sie konnte die angefangene Dissertation nicht weitermachen, weil das halt sich mit den Fahrzeiten nicht ausgegangen ist. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie selbst Nationalsozialistin war oder sonst irgendwie beeinflusst worden. Ne? Das ist eine Rezension eines zeitgenössischen Autors. Alle 100 Mädchen waren keine eigentlichen Prostituierten, sondern verkommene Mädchen, die wegen ihrer Lebensführung in Anstalten untergebracht waren. Die hat sie untersucht, die sind zusammengefunkt worden aus verschiedenen Heimen. Ja, jetzt kennen wir uns eigentlich nicht aus, aber ich glaube, das ist so ein Detail, weil es kennt sich kein Mensch aus. Ja, was soll das jetzt? Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, ich will nur sagen, was den Zeitgeist ausgemacht hat. Ja. Also die war ziemlich arg, ohne vom Nationalsozialismus. Das glaube ich schlichtweg nicht. Wenn man hat nicht. Die hat ja nicht im Vakuum gelebt, im Gesellschaftlichen, das glaube ich einfach nicht. Aber. Weil wir haben also. Das ist schräg. Nimmer andere Frage. Ja. So, bitte. Natürlich hat alles eine historische Entwicklung und das ist wichtig, man muss diese historische Entwicklung kennen, damit man weiß, was jetzt los ist. Aber ich glaube, wir wissen alle noch gar nicht, was wirklich jetzt los ist. Ja? Und ich kann Ihnen sagen, ich habe es auch nicht gewusst. Ja? Ich habe jahrelang für schwerziehbare Kinder gearbeitet. Ja? Also, ich war Lehrer in sonderpädagogischen Zentren für Verhaltensauffällige. Und die haben sich aufgeführt wieder, was und keiner hat gewusst, was wieso. Ja? Und auf einmal sind wir draufgekommen, was der Hintergrund ist, weil einer zu reden angefangen hat. Es hat nie einer geredet. Ja? Und wir haben ein gutes Verhältnis gehabt zu den Kindern. Es hat nie einer geredet. Und dann hat einer zum Reden angefangen. Und dann ist es losgegangen und dann ist bei uns erst zum Rattern angefangen, was da überhaupt los ist. Und das war wie ein Baslerstein und auf einmal haben urviel Steine zusammengepasst. Und es ist mir etwas aufgegangen und die Kollegen von mir. Und wir haben gesehen, da gibt es ein System des organisierten sexuellen Missbrauchs. Ja? Und das ist nicht passiert 1970, das ist bei mir in meinem Fall 2000 passiert. Ja? Und das war ein Parademuster, Paradeheim mit besten politischen Beziehungen und Vernetzungen. Und die Leiterin, die Obfrau dieses Heimes, war die dritte Landtagspräsidentin, Stubenvoll. Ja? Und da sind Richter und Gerichtspräsidenten sind im Vorstand gesessen. Und das ist rausgekommen für uns. Dann sukzessive, am Anfang halt, ist immer so stoßweise, was da überhaupt abgelaufen ist. Die haben die Kinder gewerbsmäßig vermittelt und verkauft. Die Kinder sind statt in die Schule zu gehen, haben wir arbeiten müssen, haben auch Geld gekriegt, haben zum Teil freiwillig sind drüber gegangen, haben auch Geld gekriegt dafür. Die haben arbeiten müssen, die sind nicht in die Schule gegangen. Die Gemeinde Wien hat gezahlt, das Jugendamt Erlebnispädagogik und die Erlebnispädagogik war, dass die verkauft worden sind. Die sind gewerbsmäßig sexuell verkauft worden. Ja? Wir haben angefangen zum Schreien, wie wir draufgekommen sind, was da los ist. Na, was geht da los?
Wir sind unter Druck gekommen, die Lehrer, die sich da engagiert haben und die das aufgebaut haben, sind massiv unter Druck gekommen durch die Schulbehörde. Ja? Weil die Schulbehörde war bestens vernetzt mit der Heimleitung und der Schulinspektor hat gemeinsam mit dem Heimleiter das Konzept gemacht für diese Sache. Und einer, der jetzt groß schreit, was gut ist, der Dr. Berger, der da jetzt wieder in die Medien gebracht hat, der war aber der Konziliarpsychiater für dieses Heim und, der, und die Kinder sind immer wieder am Rosenhügel gekommen und da war er der Primarius. Die missbrauchten Kinder, bevor sie ausgerastet sind, sind sie am Rosenhügel gekommen und niedergespritzt worden. Und in dem Vorstand von dem Heim ist gesessen damals aktiv der, unser Jugendgerichtspräsident, der Dr. Jesionek, der war im Vorstand dieses Heimes. Ist nie irgendwas gekommen in Richtung Aufklärung und sonst irgendwas. Die Kinder sind gewerbsmäßig missbraucht worden. Das ist alles vertuscht worden. Das ist auf einen Haupttäter geschoben worden, den haben sie zweimal im Zweifel freigesprochen, obwohl der schon einschlägig bekannt war. Der ist schon stark gesessen wegen einschlägiger Delikte. Es hat das gegen die Erzieher und die Geheimleitung, die ebenfalls aktiv in diesen Missbrauch verstrickt waren, ist nie vorgegangen worden. Und die Kinder sind mit Drogen gefügig gemacht worden, mit Drogen bezahlt worden durch Erzieher, die haben das alles organisiert. Da hat es ein Kaposystem bekommen, das ist vertuscht worden bis zum heutigen Tag. Wir haben sogar geschafft, dass der Leiter des Bundeskriminalamts damals, der Herwig Heidinger, eine Sonderkommission eingesetzt hat, die wollten das auflösen, was war. Die Staatsanwaltschaft hat ihnen das verboten. Ja? Und so rennt es bei uns ab. Und dass der Fall Campusch bis zum heutigen Tag nicht aufgedeckt ist, das war ein Netzwerk. Es existiert in Österreich ein federkriminelles Netzwerk mit höchstem politischen Einfluss und besonders die Justiz ist verseucht von diesem Netzwerk. Interessanterweise haben wir herausgefunden, wie sich das ausspielt, das Ganze. Es ist nämlich so, in katholischen Elite-Gymnasien, und da gibt es auch einen Verein, der ist auch dezentralisiert und das sind die Schulbrüder. Die sind weltweit schon aufgeflogen, die sind in vielen Ländern der Welt, sind ihre Einrichtungen von Amts wegen geschlossen worden. Ja? In den USA sind sie in Konkurs gegangen, weil sie so viele Entschädigungen zahlen mussten. Ja? In Wien sitzen, ist die Zentrale, die Ordenszentrale der Schulbrüder für Zentraleuropa. Also die sind nicht nur für Österreich zuständig, die sind für Zentraleuropa zuständig. Und der Ordensprovinzial von diesen Schulbrüdern ist ein kirchlicher Haupttäter, der schon aufgeflogen ist vor 18 Jahren. Und der geschützt worden ist von der Justiz. Da wollte die Polizei, der Stadthauptmann von Floridsdorf, wollte Hausdurchsuchung. Ja? Bei den Schulbrüdern, was war? Ein Einbote, Staatsanwaltschaft, absolutes Verbot der Hausdurchsuchung. Ja? Weil das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Da gibt es eindeutige Beweise, da ist ein Kind so schwer missbraucht worden, dass der nicht scheißen kann. Ich sage es jetzt einmal so: Denn sein Darm war kaputt, der muss immer wieder operiert werden, der hat eine Pension mittlerweile, der ist jetzt schon 21 Jahre, der muss sich immer wieder operieren lassen, weil sein Darm so schwer beschädigt wird, weil sie ihn so schwer vergewaltigt haben. Und da geht es nicht um Zupfer, sondern da geht es um schwerste sadistische kriminelle Akte. Und das hat dort. Der Haupttäter war der Ordensprovinzial der Schulbrüder für Zentraleuropa. Und die sind auch zuständig für Irland, wo tausende Fälle auf die Konten der Schulbrüder gehen. Und das wurde alles verduscht und, von der Politik. Und die haben alles gewusst, bis zu unserem Bundespräsidenten, der den auch kennt, den Herrn. Und das ist ja das Problem, das wir haben. Und wir haben herausgefunden und wir haben dann eine Opferschutzorganisation gegründet. Wir haben alle Behörden informiert, es ist aber nie was weitergegangen. Und wir haben herausgefunden, wie das läuft. Fakt ist, es sind sehr viele Leute, sind in katholischen Elite-Gymnasien, wie die Schulbrüder, aber auch Benediktiner, ja, schwerst vergewaltigt worden statistisch. Nur, die sind nur 8 Jahre dort gewesen und die sind nur als Volksschüler sind so vergewaltigt worden, weil die stehen auf die Kleinen. Und die haben dann nachher mitgemacht, die haben dann schon die nächste Partie selber mit vergewaltigt. Und die haben dort maturiert und die haben studiert, sehr viele Juristen. Und da hat sich über Jahrzehnte ein Netzwerk gebildet, die hilfen sich gegenseitig in die Positionen, die sitzen überall drinnen, besonders in der Justiz. Sehr viele Richter, Staatsanwälte, Gerichtspräsidenten, Oberstaatsanwälte sind durch dieses System gegangen. Sie sind selber Opfer, auch zumindest gewesen. Sie waren einmal Opfer, sie sind schwerst missbraucht worden, nur sie haben das nie verarbeitet und sie verarbeiten das dadurch aus der Ohnmacht in die Macht, dass sie jetzt gemeinsam die nächsten Generationen schwer vergewaltigen und sich selbst alle vor Strafverfolgung schützen. Und da kommt nichts aus. Der Campusch-Fall ist der klassische Fall. Sie sollten mal lesen den Bericht von, ja, aber das ist mal wichtig, weil da geht es nicht um interhistorisches Getapper, sondern da geht es um einen schwerkriminellen Staat, was da los ist. Der Dr. Johann Ress und der ehemalige Präsident des Obersten Gerichts hat einen Bericht geschrieben, weil es eindeutig für jeden, der lesen kann, schwerster Amtsmissbrauch durch den leitenden Oberstaatsanwalt in Wien, und der ist für Wien, Niederösterreich und das Burgenland zuständig, die haben den Fall Campus vertuscht.
bis zum heutigen Fall. Dann haben sie es untersuchen lassen von die Innsbrucker sagen, nein, das ist eh alles okay. Ist das Gleiche, das ist schon das okay. Thema heute. Es geht um organisierten sexuellen Missbrauch, der heute noch stattfindet und nicht in die 70er Jahre, der findet heute noch statt, zum Beispiel in Strebersdorf, in Wien, Strebersdorf, Schulbrüder, zum Beispiel. Und im August Eichhornhaus, wo das auch stattgefunden hat und wo die Frau Stubenfold die Opfer war, ist. Warum sind die aufhören? Da ist nie einer zur Verantwortung gezogen worden. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat sämtliche Anzeigen gegen Schulbrüder eingestellt. Ja? Und mit der Begründung, das ist alles verjährt, was nicht stimmt, weil es gibt Fälle, die sind nicht verjährt und das sind Serientäter, das verjährt wurde. Ja? Und gegen das August Eichhornhaus, die Ermittlungen wurden alle eingestellt. Und zwar von der leitenden Staatsanwältin in Wien, Frau Nittel. Und jetzt kommt übrigens eine Genossin. Die Frau Nittel, ihr Onkel, ist ein gewisser Bruder Alfred Fussek und das ist ein verurteilter Kinderschänder, mehrfach verurteilt. Der ja, jetzt also jetzt nicht besser, ja. Aber ja. Das können wir da jetzt nicht lösen. Das wollen Sie nicht hören, das interessiert Sie nicht. Es gehört einmal eine Reinigung durchgeführt bei den Genossen, die solche Sachen machen und bei den Pfarrern, die solche Sachen machen. Es gehört die katholische Kirche gehört gereinigt von diesen Leuten, aber auch der Bundsozialistische Akademiker und so weiter gehört hier rein von diesen Leuten. Und das ist einmal notwendig, um unsere Gesellschaft zu verändern, müssen wir einmal gewisse Leute unschädlich machen. Weil sonst geht das ewig weiter, diese Spirale der Gewalt. Bravo. Insofern gebe ich Ihnen recht, dass sicherlich einiges vertuscht wurde. Aber zum Beispiel, als Floridsdorfer Abgeordnete weiß ich das, Strebersdorf, dass hier, ob das jetzt 16 oder 18 Jahre ist, hier die einen Fall gegeben hat, der sehr wohl verfolgt wurde. Den jetzigen Leiter von Strebersdorf kenne ich zum Beispiel persönlich, der völlig integer ist. Also Sie können das sagen, wissen Sie, was weil, ich nicht mache. Sie werden das machen vor Ihnen. Nein, ich glaube, Diskussion können wir hier nicht lösen. Es ist das Urteilung gegeben, es gibt eine Sache. Ich möchte eine Sache. Darf ich Ihnen etwas sagen? Sie. Das Problem. Alle Bürgermeister haben es gewusst. Ja, nein. Ja. Darf ich Ihnen sagen, Ihr Problem ist, wenn Sie reden aus einer Betroffenheit, Sie verknüpfen Dinge und Sie sehen ganz genau, hier ist ein Publikum, das sehr wohl in der Sache Ihnen recht geben würde, aber Sie schaden insofern, weil Sie das verknüpfen. Und wenn es verknüpft ist, ja, wieder, ja. Ist nein, ist sondern darf ich ausreden? Ja. Ja, darf ich ausreden? Was mich seit einigen Jahren bewegt und betroffen macht, ist, es kommen immer wieder, also in österreichischen Medien wird jeder Händeldieb und Ladendiebstähle und die ausländischen Taschendiebinnen mit Foto in der Zeitung kommen. Es kommt seit einigen Jahren immer wieder, da waren 29 Lehrer in einem Päderastenverfahren, auch in Österreich, Richter, Beamte und weiter. Von denen wird nie ein Name veröffentlicht, nie ein Foto veröffentlicht und das macht mich schon betroffen. Und da möchte ich aber nicht jetzt Ihre Ding, sondern ich glaube, dass man dort anziehen soll und sagen, hey, jetzt war wieder vor ein paar Wochen, haben Sie wieder so ein paar Kinderschänderring aufgeflogen worden. Wo sind die? Warum sind die immer anonym, diese 25, 29, 30 oder was immer, die in Österreich auch sind? Das würde mich interessieren. Ja? Nein, jetzt unabhängig von, aber Sie, ich glaube, das ist sozusagen zwar von Ihrer Betroffenheit und ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, aber vom Falschen aufziehen. Man müsste wirklich mal sagen, hey, jetzt habt ihr gesagt, 30 sind da und wer sind die 30? Und die 30 sind ja nicht verjährt, sondern es jetzt. Entschuldigung, Frau Krasser, aus Außenseite, ich bin der Meinung, das ist absolut großartig, was der hier sagt. Ja, nur stimmt es nicht. Ne? Ja, okay. Es ist nicht schade, der Sache, absolut. Ich glaube, er schadet der Sache. Er ist Aufmerksamkeit eben weg. Dass die große Masse, vor allem die sogenannte Politiker, mal aufstehen und mal gesamte beseitigen. Ne? Entschuldigen Sie. Also, ich bin völlig damit. Und das geht ja. Nicht. Einverstanden, dass Sie sagen, es ist schade. Absolut großartig. Alle Achtung.
Nein, wobei nicht für alles sind Politiker verantwortlich, ja. Entschuldige. Ja. Also die von Ihnen zitierten Leute, also der Jesi Onek ist der Obmann vom Weißen Ring, der Opferschutzorganisation. Der Ernst Berger hat eine, das ist heute, habe ich heute im Kurier gelesen, eine Untersuchung. Der Professor Wurst war auch immer der super angesehene Psychiater. Aber Sie können bitte, ich meine, die Verdächtigungen, die Sie da aussprechen, also kann man das nicht in dem Sinne. Ich kann es nicht. Ich werde auch jetzt geklagt worden, der Schulbrüder, wegen Unterlassung, Sie sagen, es ist alles unwahr, es gibt keine Täter bei Ihnen. Die haben schon fast 200 Täter Opfer entschädigt, die Klassenkommission hat schon 200 Opfer entschädigt aus Strebersdorf und die Strebersdorfer frechen Schulbrüder sagen immer noch, und glauben mich persönlich, als Sprecher der Opferoffensive, dass das alles unwahr ist. Ja, das ist aber der Rechtsstaat, das ist leider so. Ich meine, wenn man Behauptung aufstellt, muss man es beweisen. Das ist ja okay, finde ich, weil sonst geht durch die Straße und sagt, der ist ein Kinderschänder und dieser Mörder und dieser Bankbrecher. Also so viel Vertrauen in den Rechtsstaat habe ich noch immer. Siehe Falk Handbusch letztlich, wo Oberstrichter sagt, was Sache ist. Also da denke ich mir schon, das wird schon. Wenn das stimmt, was Sie sagen, werden Sie recht behalten, bin ich mir sicher. Und was die Schulbrüder betrifft, wirklich nur eine kleine Anmerkung. Es gab schon in den 60ern eine Karriere. Wenn man ein schlimmes Kind war, ist man zuerst mal ins Internat gekommen. Wenn das nichts genutzt hat, ist man ein strengeres gekommen. Und wenn das nichts genutzt hat, haben sie die Schulbrüder getraut. Und wenn man dort dann anriss, dann war Kaiser Ebersdorf die nächste Station. Also da ist schon was dran, der Geschichte. Also ganz so ist es nicht. Nur es hat sich einfach die grundlegende Situation trotzdem geändert. Ich glaube schon, dass es heute noch solche Dinge irgendwo gibt. Ob das jetzt konkret bei den Schulbrüdern ist, würde ich überhaupt nicht beurteilen. Ich rate nur als alter Haus, der wirklich schon viele Jahre schreibt und in der Öffentlichkeit schreibt, bei Namensnennungen war die immer verdammt vorsichtig, weil das kann der werden, wenn man es nicht beweisen kann. Das ist, mehr sage ich dazu nicht, weil mehr kann ich dazu nicht sagen, ich kann nichts davon überprüfen. Ich glaube aber, dass es diese strukturelle Gewalt noch immer gibt. Also dann nur kurz noch die Wortmeldung, bitte 1, 2, 3 und dann das also hier vom Ding. Bitte schön. Ja. Ich möchte mal die Rotter Schmetterer danken. Mein Sohn ist auf der, ich komme auch wieder in die aktuelle Geschichte aufgrund unserer Strukturen, geht in seine Schule. Er ist aufgrund der gesetzlichen Lage und auch aufgrund einer Organisation, öffentlichen Organisation, in wirklicher Bedrängnis. Ich bin eine entsorgte Mutter. Und er betreut meinen Sohn innerhalb der Schule sehr, sehr gut. Und da möchte ich Ihnen kein Lob aussprechen. Dankeschön, bitte. Ja, ich bin in diese Geschichte hineingestolpert. Ich bin weder Betroffener noch Anklage wie er. Aber ich habe mich einer Sache angenommen, wo es meine Mutter geht, deren Kind man von der Schule abgeholt hat und wo ich bezeugen kann und beschwören kann, da schützt das Jugendamt den Täter. Und der Täter ist ein Prominenzling aus einer gewissen Riege, die halt um den von heute schon zitierten Monsignore Mauer entstanden ist, die eine Kommune geführt hat im Burgenland über Jahre und wo der Täter nämlich der Kameramann ist. Und wenn der Kameramann das alles noch gefilmt hat und fotografiert hat, darum kann er sich leisten, sich an seinem eigenen Kind zu vergreifen, darum kann er sich leisten, dass er das Kind von der ganz weit weg von der Mutter 150 Kilometer untergebracht zugestellt bekommt, obwohl der Psychiater gesagt hat, das Schlimmste, was man dem Kind antun, ist, seinen Täter in Verbindung zu bringen. Das Kind wird ihm zugestellt, der Mutter aber entfernt vom Jugendamt. Und zwar 150 Kilometer nach Niederösterreich. Ich habe alle niederösterreichischen Abgeordneten gesagt, verständigt hat sich keiner gehört. Sie sind alle vernetzt und sie sind auch vernetzt mit der Justiz. Und ich war selber als Journalist, wie gesagt, wir haben mit der Sache sonst sozialen Sachen nichts zu tun. Ich bin, wie das gehört, das kann nicht wahr sein. Mein erster Weg war ins Büro des Bürgermeisters von Wien. Der Bürgermeister von Wien hat seinen Herrn von der Präsidiale mit mir reden lassen, hat nichts gebracht. 6 Wochen später habe ich dann darauf gedrungen, dass ich mit der Juristin von der MAF spreche. Das hat sie wohl gemacht, aber sie hat sich herausgeredet. Das Kind wurde in dieser Zeit weiter gefangen gehalten, damit es nicht redet. Weil das Kind wollte eine Anzeige machen, das durfte es bis heute nicht. Das Kind wurde, weil es ihm aufmüpfig blieb, mit 16 verschiedenen Ärzten, jedes hat ein Medikament bekommen und dann sogar drei. Ja, jetzt wollen nicht alles von jeder Einzelfall erzählen. Das ist genauso schrecklich wie die Vergangenheit, wenn sogar noch schlimmer. Ja, damals gab es die Psychopharmaka noch nicht.
ihre Kinder heute kaputt machen. Und dieses Kind ist absichtlich kaputt gemacht, damit der Täter spazieren gehen kann. Also ihr kennt ja von Prügel ruinierte Kinder, die sind mindestens genauso ruiniert wie mit Psychopharmaka. Das ist kupfig gesprungen. Entschuldige. Wenn es vorkommt, ist beides kupfig gesprungen. Aber das sind wirklich Spezialfälle und sehr weit weg vom Thema, von unserem Thema. Nein, aber bitte, das ist doch ein familienrechtliches Problem. Das ist sehr weit weg von unserem Thema. Nein, Meister, das geht mit sowas. Familienrechte reicht hier nicht aus. Da geht es um Grundrechte und Menschenrechte. Da geht es um Menschen, ja, natürlich, ja. Da geht es um Österreichs verurteilt. Ich bin selber mit der Mutter von dem Kind zum Staatsanwalt in Wien gegangen, habe gesagt, hier ist Gefahrenverzug. Dieses Medikament, diese Medikamente, die das Kind bekommt, steht im Beipackzettel einmal, höchstens 6 Wochen. 16 verschiedene Ärzte haben sie gesucht, 16 Mal hintereinander wurde das wiedergegeben. Dann wurde es, weil die Ärzte schon nicht mehr gemacht haben, anonym bei der Gebietskrankenkasse behoben. Ich weiß das, weil das ist ja auch ein Problem. Ich bin Problem. Das ist ja. Wo die Justiz nicht funktioniert, ja. Das Kind ist jetzt noch in der Situation. Ja, ja. Wir reden nicht über Gesetz. Ja? Ja, nur ich nein, wir sind Verschwörungsgeschichten einfach zu lang, ja, weil ich sie nicht nachvollziehen kann. Die sind lang, ja, das ist ja aber man kann es nicht nachvollziehen. Die sind schwer nachzuvollziehen, leider. Entschuldigung, wenn ich das bemerken darf, wenn die Tür die Dame verzichtet, schwer zu glauben, ja. Aber sie sind möglicherweise doch wahr. Ja, natürlich. Ja. Ich habe das nicht zu tun, das ist nicht mein Kind, das ist nicht mein Fall. Ich bin ja. Es sind finsterer Menschen einfach hineingestorben und zu Beginn gesagt, und es ist leider, ich habe da mit anderen Leuten zu tun bekommen, kein Einzelfall. Ich kenne eine Mutter, die haben es 4 Kinder weggenommen, das letzte 3 Stunden hat sich geblieben. So, danke schön, wir machen jetzt eine Applaus. So, bitteschön. Ich weiß gar nicht, wie interessant es noch ist, weil es eine Detailfrage war. Sie haben mich gefragt, ob ich mich da auf Untersuchungen stütz mal bei einer Aussage, ich glaube, dass der Vietnamkrieg und die Traumatisierung besser aufgearbeitet worden ist als der Zweite Weltkrieg. Nein, es ist meine persönliche Einschätzung. Ich stütze mich auf Filme wie Born on the 4th of July, Apocalypse Now. Ich bin etwas jünger als die typische 68er Generation, aber habe schon mitgekriegt, dass dort der Hauptvorwurf an deren Eltern war, ihr habt nie über das gesprochen, was im Zweiten Weltkrieg war. Aber wie gesagt, es ist eine rein persönliche Einschätzung. Vielleicht kann ich Ihnen, was Sie möglicherweise überraschen wird, als mein Abschlussstatement sagen, dass der Martin Jägle, der ist zurzeit der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät, der hat in Salzburg am Beginn des Jahres bei einer Tagung gesagt, er möchte ein Projekt installieren, das heißt Indikatoren für eine gewaltfördernde und für eine gewalthemmende Schule. Und er hat gesagt, er würde gerne in das Projekt im Wesentlichen alles aufnehmen, angefangen von der baulichen Struktur einer Schule bis hin zu Organisationsstrukturen, bis hin zu den Menschen, die dort arbeiten. Ich habe ihm gesagt, wenn er das Projekt durchbringt, dann, wer gesagt hat, dann hätte er gerne Schulen, die sich daran beteiligen. Ich habe gesagt, das würde mich interessieren. Also dann, wenn das Projekt zustande kommt, würde ich mich gerne anschließen. Aber ich weiß noch nicht, ob. Danke. Ja, ich habe auch noch eine Frage hängen, das mit dem Frauenbild. Wir haben damals in der Untersuchung mehrere Dinge untersucht. Das erste, woher kommen die Kinder? Ja? Und da hat sich schon gezeigt, also ein großer Teil ist teilweise auch in Heimerziehung gekommen, weil es die Tagesversorgung nicht gegeben hat. Also das waren Kinder, wo es geheißen hat, streuend Nachmittag herum. Ja? Also wo eine alleinerziehende arbeitende Mutter das Kind nicht versorgen hat können. Also das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Was ich jetzt nur nachgeschaut habe, darum habe ich dir nicht so zugehört, tut mir leid, war, auch damals war es ein Zuwandererproblem. Und zwar Zuwanderer aus Bundesländern. Es waren 8% aus dem Ausland zugewandert, aber die Familien waren zu über einem Drittel Zuwanderer aus verschiedenen Bundesländern. Das heißt, da ist das stützende Versorgungsfeld weg gewesen. Ja.
Dritter Punkt, den wir angeschaut haben, ist, wie werden die Mädchen und die jungen Frauen dann im Endeffekt in den Heimen sozusagen, was wird denen vermittelt? Und da wird vermittelt das Bild und auch, die wurden ja ausgenützt, die wurden ja ausgeborgt als Putzfrauen und so weiter in Haushalte. Ja. Also die haben von 6:30 in der Früh bis später am Abend, auch am Wochenende, arbeiten müssen, sind einfach vermittelt worden. Ja. Also dieses, du hast hier den Haushalt zu machen für andere und so weiter. Und das dritte war dann das sexuelle Ding. Also in der, sozusagen in der einen Aussage, die sind von Strich gekommen, dann haben wir es ein bisschen halten können und sind wieder am Strich gegangen. Also dieses völlige, die haben wir eh schon aufgegeben, wir müssen sie da durchschleusen unter unser Heim, aber im Prinzip aus denen wird nichts mehr. Ja? Also das war so ungefähr die, und das aber auch, zu, weil man soll jetzt nicht sagen, ja, da hat man nicht gewusst und das war die Zeit, wo die Frauen alle, nein, in den 70er Jahren gab es ja eine erste Frauenbewegung, da hat man ja schon Widerstand geleistet, die ganze Diskussion um die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und so weiter und so fort. Ja, also so, sich jetzt zurückzulehnen und sagen, na, das war die finstere Zeit, ist auch auf diesem Gebiet nicht zu halten. Ich hätte eine Frage dazu. Ja. Ja? Oder sind Sie noch nicht? Nein. Ach, bitte entschuldigen Sie. Meine Frage lautet, diese Betreuungspersonen in den Heimen, diese Bediensteten in den Jugendämtern, wer hat diese Leute ausgewählt? Anhand welcher Kriterien wurden die ausgewählt? Und inwiefern unterscheiden sich heutige Kriterien, außer dass man auslagert zu gemeinnützigen GmbHs, die dann das Geschäft machen, wie unterscheiden sich die heutigen Auswahlkriterien von den damaligen? Das kann ich nicht sagen. Ich bin in diesem Gebiet nicht mehr tätig. Ich kann nur sagen, ich weiß es nicht. Punkt. Es ist ja noch was offen. Und ich darf vielleicht nur noch. Also bitte, wirklich, jetzt ist das Letzte nicht böse, wenn da noch jemand aufzeigt. Jetzt ist, ja, die Dame wollte nicht mehr, ich habe schon gefragt. So, bitte. Meine Frau Carlsen, auch in Bezug auf die heutige Zeit, wie können Sie sich erklären, von Ihrer Erfahrung sind Sie ja sehr kompetent, wie können Sie sich erklären, dass heute noch die Jugendwohlfahrt Kinder in ein Heimgebiet schickt? Ja, das frage ich mich. Punkt. Also bitte, ich weiß nur, also ich bin ja nicht auf diesem Gebiet tätig, aber ich habe mich im Zuge der Vorbereitung, also auch die letzten sozusagen Zeitungsmeldungen dazu, das Bitten soll ja ebenfalls aufgelassen werden. In Wien sind 3000 Kinder in Obsorge der Stadt Wien, darunter sind also 1500 bei Pflegefamilien. Dann Krisenzentren, dann wie wissen wir alle, dass es die Kinder- und Jugendanwälte in Pintritz gibt. Das ist jemand, wo man sich hinwenden kann, eine zuständige, fachlich kompetente Person. Und dass jetzt neu auch einen Ombudsmann geben soll für betreute Kinder. Peter Sarto, sein Name, wird jetzt ebenfalls in Wien hier installiert. Und das natürlich also hier diskutiert wird und nicht nur diskutiert wird, sondern zu der Frage, dass also hier die Erzieher hier sich eine spezielle Ausbildung haben sollen, müssen. Ich weiß auch nicht, in welcher Form sie sie jetzt schon haben. Ja, ja. Jedenfalls früher war es so, dass das auf das nicht geachtet wurde, dass einfach sozusagen Betreuungspersonal, aber das jetzt eben sehr wohl hier Erzieher, Erzieherinnen tätig sind, die entsprechend geschult sind. Und so traurig die Ereignisse alle sind, sei es also Kirche, sei es also städtisch, überhaupt bei den Heimern oder eben wie Irmtraut Carlsen hier das definiert hat, diese die totale Institution,
das jetzt sehr wohl durch die Diskussionen, habe also ich das Gefühl, aber weil ich dir das Schlusswort noch lassen will, darum sage ich jetzt noch, was, entschuldige, habe ich jetzt das Gefühl, dass so viel wie jetzt noch nie versucht wurde. Nein, ob es jetzt die Opferschutzorganisationen, also Weißer Ring, Sie finden zwar nicht, aber ich finde, dass es schon sehr effektiv arbeitet. Dann die Klasnitz-Kommission von der Kirche. Also, ja, naja, jeder hat überall Kritik. Dann in den einzelnen Bundesländern die Kommission. Und dann jetzt ist eine eigene, die Psychiatrie Vorkommnisse untersucht, dass überall die Experten oder Wilhelminenberg, die Barbara Hellige. Also, dass es so viele Kommissionen und Institutionen wie jetzt prüfen, es ja noch niemals gegeben hat. Also, dass man. Das kriegt der Eigendynamik. Ich glaube, dass jetzt wieder mal was. Dass jetzt wieder diskutiert wird, ist gut. Was mich an der ganzen Sache stört, ist, und ich habe die Anschuldigung gekriegt, dass diejenigen, die genau Bootcamps, Totalinstitutionen fordern, jetzt auf einmal sagen, ach, das Rote Wien hat alles schlecht gemacht. Und das ist, was mich ärgert. Ja. Ja. Darf ich jetzt vielleicht, So gut, und jetzt ich möchte jetzt, ich versuche ein bisschen was. Ich wollte nur anmerken, dass wir vom Rechtsstaat nur träumen können, weil diese Verhältnisse sind alle gegen die Gesetze. Darf ich dazu was sagen? Die Fristen nicht eingehalten, die Klagen nicht angenommen, und es wurden zum Beispiel auch, wenn eine Mutter mit einem aufrechten Besuchsbescheid zur Polizei gegangen ist, hat die Polizei gesagt, sie kann den Fall nicht nachvollziehen, auch wenn sie die Unterlagen gezeigt hat. Warum? Gut, sie haben uns das jetzt schon mal ausgerichtet. Ich möchte dazu was sagen. Grundsätzlich, ich habe tiefes Verständnis für Menschen, die sehr lange gegen Institutionen anlaufen und dort wirklich permanent gegen Beton oder manchmal schlimmer noch gegen Schaumgummi laufen. Das wird erlebt, das erleben viele, das erleben wir auf allen Ebenen immer wieder. Insofern bin ich da habe ich sehr viel Sympathie, aber den konkreten einzelnen Namen dazu niemand von uns etwas sagen. Ich stelle fest, dass in Österreich natürlich noch immer in der Justiz einiges zu tun ist. Es gibt Leute, die rennen frei herum, wo man sich wundert. Es gibt Leute, die sitzen jahrelang in U-Haft, weil man scheinbar hofft, dass Recht nicht ankratzen. Alles Dinge, die wir erleben. Okay, aber ich denke doch, dass die Tatsache, dass überall in allen Ecken und Enden irgendwelche Kommissionen wuchern, denen auch ich übrigens mit großer Skepsis zum Teil gegenüberstehe, weil was ich so kriege, so an Rückmeldungen, also insbesondere der Gasnitz-Kommission von Leuten, die dort sind, ist nicht immer gut. Um es einmal ganz vorsichtig zu formulieren, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man versucht, teils mit Geld und teils mit administrativen Mitteln ein paar Themen vom Tisch zu bekommen und nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Opfer einzugehen. Das ist tatsächlich, das gibt's, und ich habe erschütternde Briefe zum Teil liegen. Das zu dem Thema. Ich glaube, dieses Thema wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Ich glaube, es gibt nach wie vor Dinge, es hat aber, und das glaube ich doch auch, sowohl 68 als auch Familienreform, als auch neue junge Menschen, die heranwachsen, sicher dazu geführt, dass bestimmte Dinge in Heimen nicht mehr so massenhaft strukturell auftreten, was nicht heißt, dass es nicht gibt, dass sie nicht strukturell auftreten können. Und es ist eine Frage, die gestellt worden ist von Ihnen ganz hinten, zur Frage der Kirche. Die Kirche abschaffen und das zusammen mit dem Wort Aufklärung. Also erstens einmal, da ersuche ich um Nachsicht mit der Aufklärung. Dies bezogen auf die Zeit, sie von den Bäumen heruntergekraxelt sind, ziemlich jung, nämlich erst 200 Jahre alt. Sie hat noch nicht allzu viel Zeit gehabt, um zu wirken. Und sie wird noch einen weiten Weg vor sich haben, die Aufklärung. Zweitens glaube ich, die Idee, also zweitens bin ich nicht der Papst, das heißt, das liegt nicht an mir, Peters drum hinaus, sondern zu sagen, die Kirche ist jetzt aufgelöst. Drittens meine ich, in dem Moment, wo wir Ideen hegen, die in die Richtung gehen, eine Kirche aufzulösen, dann frage ich mich, wer soll das tun? Ja, aber das fängt einmal bei einem erkenntnistheoretischen Problem an. Wir können weder die Existenz Gottes beweisen, noch sie widerlegen. Ja? Das heißt, wir stehen vor dem Problem, wir sind beide Gläubige.
derjenige, der an Gott glaubt, ist ein Gläubiger und der Atheist ist ein Gläubiger. Agnostiker mag ich nicht so, weil die legen sie nicht wirklich fest. Ja? Agnostiker mag ich weniger, die legen sie nicht fest. Ich weiß. Ich kann keine Kirche drauf, sondern ich finde es auch nicht, weil das natürlich eine diktatorische Maßnahme ist. Punkt.